Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Echo X in Sport. Letzten Split hat es begonnen mit Teilzeit. Diesen Split endet es mit Teilzeit. Diesmal nicht gegen die Ravens, sondern gegen Tyrants. Aber meiner Seite ist auch wieder wie damals der gute Bärenkönig Dennis für euch am Start. Hey ho. Hello, hello. Und Dankeschön, dass ich hier sein darf. Also diesmal auf einem anderen Kanal. Das ist ein ja, wir wurden so ein bisschen abgeschoben. Die Phoenix sind eigentlich schon durch. Aber falls ihr die gucken wollt, könnt ihr auch zum E-Sport Koblenz Kanal gehen. Da also die Playoff der 4-5 Kandidaten die Phoenix. Ja. Die haben ja auch schon gesehen in der dritten Ausgabe von Echo X in Sport gegen Casual haben die sich durchgesetzt. Aber Get Me Out eben auf unserem Home-Channel, da haben sie gewonnen, als ich am Casten war. Und wir hoffen, dass das jetzt heute überwiegt. Wir gucken uns mal die Tabelle an. Die ist sehr, sehr knapp. Sieben Teams ist auch eine Gruppe, die sehr, sehr klein ist. Sehr, sehr wenig Spieltage. Aber da ist noch alles möglich. Wir haben zwei Teams, die 7-3 an der Spitze stehen. Eben eins davon Echo Tyrants und zwei Teams mit 6-4 dahinter. Eins davon eben Teilzeit. Also das andere Parallelspiel ist eben auch genau das. Der andere 7-3er gegen den 6-4er. Also hier kann noch alles passieren. Falls Teilzeit in die Playoffs möchte, muss heute auf jeden Fall ein 2-0 gegen Echo her. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich absolut noch nichts von den Tyrants gesehen habe. Und spannendes Match, aber ich muss einfach sagen, ich habe jetzt zwei Echo mit Int gecastet und zweimal hat Echo gewonnen. Ja, das stimmt. Wie jetzt meine Quote. Ist ne? Unser Kryptonit hier. Ja. Max hat auch mal irgendwie in der Gruppenbesprechung gesagt, oh geil, wir haben Punkte gegen Echo gemacht. Das müssen wir festhalten. Und, ja, auf jeden Fall. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Da hatten wir ja schon wieder einige Matchup in diesem Split. Diesmal ja der letzte Spieltag heute schon vorgezogen. Elo-wise sieht es auf beiden Seiten nach einer wilden Mischung aus. Jeweils ein Platin-Spieler auf der Support-Position, beide sogar. Mit dem guten Pardon Me für Innsport und für Echo ist es der Maurice 369. Ansonsten sehr, sehr viel dir. Ja, yes? Ja, ist er. Du hast gerade Platin gesagt, mein Lieber. Master, meinte ich. Ja, ja. Okay, dann habe ich mich versprochen. Ein Platin-Spieler haben wir hier auf Seiten von Echo und auf Seiten von Innsport, aber ebenso. Also es ist ungefähr ausgeglichen, sehr, sehr wilde Mischung auf beiden Seiten. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Teams können nicht unterschiedlicher sein, so wie es halt geht, weil ich finde Tyrants halt irgendwie, ich habe mir die Spiele halt ein bisschen angeguckt, so die spielen halt irgendwie aggressive Picks, die wollen halt rein und Teilzeit, ja, irgendwie ein bisschen sehr supportive, gerade irgendwie auf der Midlane-Position. Da muss man auf jeden Fall gucken. Der ADC von Teilzeit, bisschen Angst. Ne? Da habe ich auch ein bisschen Bange vor. Da gibt es seit diesem Split einen kleinen Roll-Swap von St. Jane und Slim Snoker. Den haben sie aber echt gut überstanden. 6-4 in der Liga, jetzt nicht überragend, aber auch eben nicht schlecht. Man hat eben noch Chancen heute mit einem 2-0. Jetzt geht's so ein bisschen, ja, leider bei vielen Teams, das Ergebnis des ganzen Splits dann von einem Spiel abhängig. So ist es. Ich bin ja gerade selber in der Lage, ne? So, Sonntag, letztes Spiel, ja, 2-0, ganz oder gar nicht. Und dann hätte man vielleicht mal einmal 2-0 spielen müssen. Aber das macht halt die Prime League aus, das ist so geil. Mhm. Auch wenn die Teams irgendwie elo-wise halt unterschiedliche sind, so die letzten Punkte machst, so der letzte Rundown, so du kannst von hinten nochmal alles aufholen. Und das ist halt geil. Und das kann den Tyrants jetzt noch zu Verhängnis werden. Oder sie können sich jetzt einfach die Playoffs Platz sichern. Ja, und die Tyrants, ich habe mich auch gewundert, eigentlich ja alle Echo-Teams nach Vögel benannt. Was sind denn Tyrannen? Tyrannen? Ich lese mal kurz vor von Wiki. Die Tyrannen, gelegentlich auch Neuwelt-Fliegenschnepper genannt, sind eine Familie der Sperlingsvögel. Aha, wieder was gelernt. Ja, das sind wirklich alles Vögel. Also alles von Echo, alle beide sind, kann man halt nicht anders sagen. Finde ich aber auch lustig. Ja. Ich habe mich aber auch gewundert, Tyrants, wo das Team gegründet wurde. Und, naja, aber nichtsdestotrotz, die wollen es nicht warten lassen, die haben Bock. Ja, und wir gehen halt auch in die Pick-and-Warn-Phase, ne? Ja, die erste Pick-and-Warn-Phase, wir sind ja auch immer noch frisch nach dem Patch 13.5, wo wir immer noch viele Änderungen haben. Yumi darf nicht gespielt werden, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Aber zum Beispiel sowas wie Rumble, Cannon haben wir schon einen Einsatz gesehen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Du hast ja gerade schon beschrieben, Tyrants eher mit aggressiven Picks unterwegs. Ja, also bin ich auf jeden Fall gespannt, irgendwie gerade Gagumba. Spielt halt unterschiedliche Champs, also von Hard Scaling, so Aurelion Zoll, Annie, bis hin Ari. Also da kann man halt nicht sehen, so was der spielt. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass Tyrants halt ein bisschen geguckt hat und die Cape. Ne?
Ja, die ersten Buns kommen schon raus. Sehr krasser Jungle-Fokus mit K6 und Wukong-Bun. Ahri jetzt noch für die Mitte. Auf der anderen Seite, trotz der Nerfs, noch den GP-Respect-Bun hier gegen Sen-Jin. Ja, also GP ist halt immer noch hart, das Scaling, ne? Also ja, lässt man denen halt ein bisschen was machen. Und das ist halt auch, glaube ich, so das Teilzeit. So, ne? Die wollen halt ein bisschen scalen. Und da ist GP, glaube ich, auch einfach ein guter Pick. Am letzten Spieltag Sen-Jin, ja, eher der Carry-Spieler auf der Toplane auch. Einmal Camille, einmal Fiora ausgepackt. Also dieser True Damage auf jeden Fall, ja, gefährlich. Auf der anderen Seite, ja, eher der Tank-Spieler auf der Top hat dort den Malphite am letzten Spieltag ausgepackt sogar. Aber Drache erwache auf der Seite von Int. Ja, ja. Gesichert. Finde ich krass, finde ich, aber ich weiß auch gar nicht, was genervt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese mal die Zeit. Ich glaube, seine Armor-Werte tatsächlich und sein Health wurde auch gegattet. Aber natürlich dann schlecht gegen AD Midlaner. Auf der anderen Seite kommt auch sofort der Ion-Boss. Ja. Ja, Aurelion Zoll halt immer noch, kann man halt immer noch ein bisschen tanky bauen. Ione, schwer auszuspielen, gerade irgendwie 5 und 5. Da muss halt ein bisschen mehr gecovert werden, glaube ich. Mit J4 halt auch ein Käse. Ja, okay, ist ein Jungler, wo man halt ein bisschen Pressure machen kann, weil gegengesetzt muss natürlich auch ausgespielt werden. Ich habe schon viele Spiele gesehen, wo eine Y halt gepickt wurde und kam halt nicht nach vorne, die konnte irgendwann nichts mehr machen, die ist dann reingeultet und ist dann instant geplatzt. Mhm. Ich glaube sogar jetzt irgendwie im letzten Spiel jetzt von Int, oder war das von S, ich weiß nicht, ich gucke zurzeit so viele Communities, Cars, ja, die ist auf jeden Fall geplatzt. Ja, Ezreal, super Pick. Ja, super safe. Gerade gegen Jarvan. Ja, klar, kann halt einfach ein bisschen rausspringen. Ne? Also bis jetzt haben wir sehr mobile Picks auf der Seite von Int. Du brauchst jetzt auf jeden Fall den AP-Ausgleich. Ich erwarte hier noch einen Gragas, den man entweder pickt oder einen Six auf der Botlane auch als Möglichkeit. Ja. Oder Flexbar. Wir wissen auch nicht, ob der Ione Mitte geht, aber ich denke mal, das wird hier ein Ione Mitte sein. Wie findest du Six auf der Botlane? Also hast du gerne Six Bot Also wenn du Herald kriegst, wenn du oben schon Prio-Lanes hast, dann finde ich Six sehr, sehr gut, weil dann kannst du einfach früh den Herald nehmen, Botlane und dann den Six in die Mitte stellen. Klassische Rotation. Ja. Mit den Ionen gegen Aurelion hast du jetzt auch schon diese Midlane-Pressure, denke ich. Von daher gefällt mir der Six Botlane hier eigentlich sehr, sehr gut. Kann natürlich passieren, irgendwie, dass der Ion ein bisschen zu viel Pressure hat und dass da die Frau von Zorn wegkommt und den erstmal irgendwie ins Gesicht klatscht. Ne? Ja. Da muss der Jungler halt ein bisschen Vision aufbauen. Was ich halt aber geil, also was ich halt gut finde an Six, einfach die Wave Clear, ne? Ja. Aber im Gegensatz ist auch, du machst halt, es ist halt so klar, wir haben halt nicht mehr Season 3, wo Leute nicht mehr wissen, was gespielt wird, so, ne? Es war schon alles in der Meta, wirklich jeder Pick. Und Six, ne, da müssen die Alarmglocken klicken bei Int und sagen, oh, die spielen um Herald. Passt auf, die spielen um Herald. Ah, den Malphite-Bun, den verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, du kommst dann einfach noch auf Aurelion drauf, aber ich hätte wirklich den Bomber-Bun noch gespürt. Würde ich hier sehen tatsächlich für Echo noch so einen Gragas auf der Top-Lane. Vielleicht nicht als Blind-Pick jetzt, sondern jetzt schon deinen Support picken hier. Und da kannst du ja eigentlich alles picken, was du möchtest. Ja. Also du kannst jetzt auf der Seite von Echo, glaube ich, einen schönen Roaming-Support picken. Irgendwie Destin, Six hier irgendwie schön alleine. Amumu, sehr gute Wahl. Irgendwie, du kannst mit J4 halt gut die Map theorisieren. Und, mal gucken, wie sie es halt spielen, wenn wir es jetzt auf Seiten von. Du hast Double Q, Astrid eine E, die hilft dir da auch nicht viel auf der Botlane. Von daher finde ich Namu ja auch einen smarten Pick. Six Ultimate mit der Ultimate, also Combo-Combo-Potential auch gegeben. Du musst ja nicht unbedingt auf der Botlane sein. Du kannst ja, wie gesagt, halt einfach straight up die Botlane dodgen. So, du sagst jetzt offiziell dann zu ADC, ich nehme dir ein paar XP und dann verziehe ich mich und spiele mit meinem Jungler halt die Map. Oh, der Alistar gefällt mir jetzt aber auch gut. Nochmal als Extra-Peeling gegen den Jarvan. Der wird es schwer haben, reinzugehen. Und eben die Fiora auf der Top-Lane als Blind-Pick. Oh, das ist schon ballsy, aber ich habe da High Hopes in Sen-Jin. Ja, ich glaube, auf der Seite von Echo muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was man jetzt gegen die Fiora pickt. Irgendwie, ich glaube, es bleibt dir halt nicht viel übrig. Du kannst jetzt kein Ohren reinpicken, weil du brauchst jetzt... Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Das ist sehr fragwürdig, aber meistens... Wird auf jeden Fall hart outscaled werden. In der Lane noch einer, der sich ganz gut werden kann. Da hängt es natürlich immer von dem Parry-Timing ab von Vior. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir unsere Comms. Was meinst du? Wen siehst du hier vorne? Oh, das ist super schwer. also ich
finde, die kommt von, also ne, nicht nur, weil ich jetzt hier für Echo bin, sondern von Echo komme, sondern halt einfach, weil die kommt von Echo, hat auf jeden Fall ein klares Ziel. Ja. Das ist Weak Side Botlane, die wollen halt irgendwie den Legioner ahead bringen, die wollen den Aurelion Sol punishen. Wie gesagt, ich sehe immer noch das Problem, irgendwie wegen der Y kommt die nicht ins Game, hat die halt ein bisschen die Arschkarte gezogen. Den Alistar finde ich halt irgendwie, finde ich gut, weil du kannst damit auch ein bisschen so den Roam halt ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen besser beantworten. Fiora gegen Tam, da hat auf jeden Fall Fiora die Socken an. Ich weiß nicht, was die Tyrants sich dabei gedacht haben, den Tam kennst du jetzt noch zu picken, weil die braucht jetzt einfach eine strong Topside. Das haben sie halt, glaube ich, für meines Erachtens nicht. Tam Kench ist natürlich sehr, sehr geil gegen Vi Ultimate. Also öfters auch Tam Kench Support gegengepickt. Also wenn Vi einfach jemand taggt mit der Ultimate, zack, du frisst den und das ist einfach ein super Peel. Von daher diesen Pick da verstehe ich, aber dann auf der Lane in den Teamfights wird es trotzdem schwierig. Ich stimme dir zu, man hat auf jeden Fall ein Ziel, eine Win-Condition. Ich glaube, die Pomp ist generell leichter zu executen. Auf der anderen Seite mit dann Aurelion, mit Fiora hast du aber Scaling pur. Ja. Also wenn es da in die 25., 30. Minute geht, sehe ich auf jeden Fall Innsport vorne. Aurelion ist ja praktisch dann so ein Ult-Bot. Ulti reinschmeißen, alles explodiert. Und dann hast du eben Alistar und der kann hier super, super viel denyen. Sowohl Yone Engage als Jarvan Engage als auch den Amumu. Und wie willst du dann da auf die Carries raufkommen von Innsport? Ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen das Problem. Ich meine, ne, du hast auf der Seite von Innsports hast du einen starken ADC, also der hat wirklich in jedem Games hat der performt, der Dude. So, ne? Und da steckst du einen anderen ADC Weakside, um maybe die Map zu bespielen. Maybe gute Idee. Aber wie gesagt, ich verstehe den Tam Kenschmick nicht. Das kommt in meinen Schädel. Schauen wir mal, ob er da genug Peeling macht, um den Pick zu gerechtfertigen. Ja, Mitte ist natürlich schon scary. Du hast hier Aurelion Sol. Ich will nicht sagen, als weakeste Elo, aber auf jeden Fall auch Early Game ist es wie so ein Kassadin. Der macht nicht viel. Yone wird hier permanent Push Prior haben und dann mit Jarvan das 2v2. Invades auch durch die Jungle-Änderung wieder lohnenswerter. Also da kann man auch ruhig mal Vi im eigenen Jungle unter Druck setzen. Und da habe ich auch ein Auge drauf hier. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, J4, absolut geiler Pick. Irgendwie, wenn der halt irgendwie Meter wird, geht's halt, ja, ich meine, gerade die auch so allgemein, so die Engages sind halt immer ziemlich sicher. Du kannst halt eine Standarte fällen, kriegst aber maybe vielleicht immer einen Summoner. So, und bei der Y, ich weiß nicht, das ist so wie eine LeBlanc weh. So, die geht halt einfach nach vorne, so, weißt du? Und das ist halt bisschen tricky, aber ich bin halt gespannt, wie Gagumba gegen Quack performt. Mal gucken, wie das ausgeht. Und Botlane habe ich, also werde ich jetzt absolut nicht auf dem Schirm haben. Midlane, Jungle, Toplane werden auf jeden Fall die höchste Priorität halt in den Gamer, glaube ich. Ja, ich bin auch gespannt aufs Ezreal-Build. Wir haben mit D4 schon ungewöhnliche Builds gesehen, die sich so ein bisschen eingebürgert haben, dass du gar nicht mehr Navoris Rush bzw. Essence Reaver into Navoris, was ja eigentlich das Standardbild ist, sondern Trinity Force into Mana Mune und dann direkt das Cyrillus Grudge, das da sehr, sehr viel Damage durch die Ultimate macht. Auf der anderen Seite hast du jetzt als Tank zwar Tam Kench, als Amumu, du hast schon eine big Frontline, aber ich glaube, das Bild kann hier auch sehr, sehr gut funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, irgendwann werden die Tanks halt auch einfach ignoriert, weil irgendwann muss die Fiora halt beantwortet werden. Du musst halt immer irgendeinen schicken. Und wem willst du schicken? Du musst den Tam schicken. Und wenn du Tam wegschickst, hast du halt kannst du halt offen auf Echo engagen. Und ich finde das, also ich stelle die Frage auch gerne, welche Comps siehst du vorne? Aber es ist halt immer noch spielabhängig. Es ist es ist so krass spielabhängig, weil es kann ja alles passieren, auch das krasseste Counter-Matchup. Also Tam Kench kann jetzt auch einfach die Fiore komplett wegschlecken. So, und wir denken uns, das ist der Pick. Das ist der Weg. Dann schauen wir mal. Schafft es Tam Kench, der gute The Pitiqui hier durchzucarryen mit seiner Zunge. Wir gehen ins erste Game zwischen Echo Tyrants und Teilzeit Innsport am letzten Spieltag in der Div 5.29. Vielen, vielen Dank auch an Adrian Porn-Dyclark für den 10. Monat das Abo. Und vorher, vor dem Stream, hat noch Gradled im 4. Monat mit dem Prime-Abo rausgehauen. Einfach mal vielen, vielen Dank auch dafür.
Ja, also wie gesagt, ich finde es halt krass, ne? Also ich liebe zurzeit League of Legends. Es sind halt so viele Picks seit jetzt 2 Seasons, 3 Seasons, lass mich lügen, wo der Reliability-Patch kam. Ich kann das nicht wirklich aussprechen. Ja, ne, du weißt schon, welchen Patch ich meine. Und ja, seitdem sind halt so viele Picks, du kannst ja halt nie sicher sein, was gepickt wird. Und das macht es halt immer noch spannender. Jone schon ewig nicht mehr gesehen, gerade in den Competitive oder beziehungsweise Semi-Competitive. Auch Rio und Zoll natürlich immer so ein Pick. Ashwell halt auch mal ein Pick bei. Da war mein Jungler super froh, dass der wieder kam. Und ja, ich bin gespannt. Ja. Und wir sehen auch Triple TP auf Seiten von Echo. Six natürlich da, einer, der sehr, sehr gerne auf die Lane schnellen möchte. Ja. Ist natürlich auf der Lane ein bisschen schwächer. Auf der anderen Seite Cleanse, okay, gegen Amumu. Aber das ist auch so ein bisschen das Einzige, was du hier cleansen kannst tatsächlich. Ansonsten wird dir da das wenig helfen. Vielleicht noch so ein Q-Stun von Tam Kench mal entgehen. Ja, genau. Aber, aber wenn du schon so nah an Tam Kench dran bist, dann bist du meistens aber auch schon. Genau, ja. Von daher, vielleicht so ein Exhaust noch besser gewesen. Mal schauen, was in deines Cleanse helfen wird. Und das Tierstart sogar. Also auch da geht man ja Richtung Scaling. Vielleicht das Bild, was ich ja angesprochen habe, wo man gar nicht mal so den Navoris im Fokus hat. Ja. Ich glaube, die wissen halt schon irgendwie, dass die auf der Botlane halt einfach nur scalen wollen und dass es auf der anderen Seite der Karte halt gut geht. Was ich halt krass finde, also ich bin halt auch Verfechter von TP mit, aber ich glaube, wenn du halt einen Tam Kench mit TP hast und einen Six mit TP, hättest du, glaube ich, auf Yone halt einen anderen Zombie gehen können. Zum Beispiel einfach so einen aggressiven, schönen Ignite, ne, um den Drache irgendwie sein kleines Schwänzchen anzuzünden, damit er ein bisschen brennt. Ja, gerade Anti hier wird natürlich wichtig gegen Fiora werden. Alistair hat auch sehr, sehr viel Healing im Gepäck. Mal schauen, ob man hier vielleicht so einen Orb für Six reinschmeißt. Ich glaube, das ist immer noch die leichteste Möglichkeit, hier Anti hier zu spreaden. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen auch beide Jungler starten von Top Richtung Bot. Da will man dann doch Early Action machen bzw. covern. Ja, was ich halt sehr interessant finde, irgendwie, dass die Jäfer sich dafür entscheidet, irgendwie auf der Top-Seite zu starten. Und in die Botlane reinparken will, kann natürlich sein, irgendwie gerade irgendwie fürs Early, um da vielleicht einen Summoner zu ziehen irgendwie oder halt einen Countergang zu denyen, weil Y halt auch runterparken muss, den halt den Push von Six zu denyen. Aber ich bin mal gespannt, so. Das wird ja aber auf der Top-Lane geht's halt schon ab. Ne? Oh, da trade man schon sehr, sehr heftig. Schöner Dodge von 10 reden, sonst hätte er da schon die vollgestackte Q abgekriegt. Twitch-Chat gerne mal Feedback, ob ihr den Dennis gut hören könnt. Ja, bitte. Meine Soundanstellung ist manchmal ein bisschen weg. So. Mach dich mal ein bisschen lauter, für mich ist der Game-Sound gerade sehr laut. Ja, Botlane machen wir kurz den Noob-Check, ob man hier auch MR-Rune gegangen ist. Das sieht schon mal sehr gut aus auf den Ezreal. Alistair auch full MR, das ist schon mal gut. Jo. Das vergisst man ja auch manchmal. Ehrlich gesagt, bisschen lauter. Ja, ne? Also wenn man halt ein bisschen bedenkt, irgendwie, dass man vielleicht irgendwie einfach nicht geporkt werden will und für den Minion-Damage halt gehen will. Und in J4, ich weiß nicht, also Botlane ist für mich halt auch einfach ein Manko. Meistens sehe ich Top-Laner und Botlaner halt auch immer erst, wenn die Teamfights losgehen. Also auch als Midlaner, ja. Also außer die kommen halt irgendwie vorbei und ganken. Aber naja, auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall auf der Botlane gepusht. Die Botlane von Echo muss reinpushen, weil das ist halt ihre Condition. Und mal gucken, weil ist halt schon ein bisschen ein Stück schneller. Und J4 hängt ein bisschen hinterher. Ja, beide sind jetzt bei dem letzten Camp. Crux dauert natürlich noch für Vi ein bisschen länger. Schöner Roam jetzt auch von den beiden Supportern. Man kann sich die erste Scuttle nehmen auf Seiten von Echo. Vi geht daher auch früh in den Recall. Auch der Ward Bush steht auch schon für Echo, von daher ist das hier sehr, sehr safe. Man geht sogar für den Early Tier Recall auf Seiten von Uschnotz. Ja, kann man auf jeden Fall machen, irgendwie 2 Waves reingepusht oder 3 Waves. Und kann halt einfach für wie gesagt, die wollen nichts machen. Amumu und Alistair denken sich halt irgendwann einfach später, Dankeschön, XP, ich bin raus und ich spiele halt die Map. Aber ich finde es noch relativ ruhig in der Mitte, noch nicht wirklich so viel passiert, aber ich glaube, es kann halt auch einfach sein, weil die noch nichts haben, ne? Ja, Double Skull jetzt für K-Popper Yoda. Man muss auf den Gromp Respawn warten auf Seiten von Vi. Ja. Maurice 369 als Support, kenne ihn nur als Jungler von früher. Ja, keine Ahnung. Jetzt ist er auf jeden Fall Support hier geworden und heißt Elo-Member auf Seiten von Echo.
Oh, schöne Double Q von Pardon Me, aber schöne Q auch von Amumu auf Sim Snoker. Hat sich hier fürs Aftershock entschieden, deswegen Amumu hier recht tanky und man tradet, ja, ungefähr even. Relativ ja, schöne Bombe nochmal zum Schluss. Das ist doch schon, da haben beide auch Supporter auf jeden Fall gut geschaltet. Schön dein Geld. Und die nächste WQ auf Maurice. Pardon me, das war ein Inplay von ihm. Kriegt den Stunt zwar noch auf Amumu raus. Slim Stalker mit der E. W von Uschnotz rettet ihn fast schon. Aber der Flash Double Kill für Six. Und man hat hier nur ein Sum angewendet auf Seiten von Innsport. Ja, meine Güte, was war da los? Irgendwie beide Supporter auf jeden Fall mit dem Playwunsch irgendwie. Der Alistar hat nicht lange auf seine Series gewartet, irgendwie Amumu gut geschaltet, hat ihn dann getaunet. Ja. Der Damage, also auch gut gekitet halt von Six, ne? Der Damage ist einem Early AP ist natürlich mal ziemlich stark. Und ja, ärgerlich gerade für Teilzeit, weil das ist was du halt nicht haben willst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Du kriegst die Wave jetzt unten auch noch rein. Hm. Weiß ich nicht, das Cleanse, wie gesagt, war für mich so ein bisschen fragwürdig. Hat man jetzt auch hier gar nicht eingesetzt. Auf der anderen Seite alles haben es eingesetzt. Dafür eben auch einen Double Kill gekriegt. Und jetzt hast du hier einen Lost Chapter in Minute 5 für Uschnutz. Ja, also Amumu kann jetzt die Lane dodgen, das war's. Also der braucht keinen Supporter mehr. Der braucht jetzt einfach nur, der kann jetzt die ganze Zeit, also der kann sich ein Hörbuch machen und kann die ganze Zeit einfach die Wave pushen und sein Jungler und Supporter halt die Möglichkeit geben, die Map zu bespielen. Ob sie das machen, ist natürlich erstmal eine große Frage, weil es natürlich immer von denen abhängig. Ich kann denen jetzt nicht sagen, ja, mach das, ne? Weil meine Calls sind auch nicht so geil. Und ja, aber Echo entscheidet sich für den Gank. Oh, Hextech Flash von Amumu nach vorne. Jetzt muss man mindestens eins einmal burnen. Alistar wird hier aber komplett durchzählt und ja, stirbt wieder mit Flash ab hier. Oben muss auch rausgeflasht werden, da wurde man devoured, schöne Parry, die W unterm Tower von The PTQ, aber die Ultimate von Senshiden, keine Akro übernommen von Tam Kench, gut gemacht von ihm, aber da kommt auch Joa, jetzt der Flash, Richtung Blastcone, Fiora möchte nicht zu viel contributen, sie ist zu low, und mit dem Flash kommt Tam Kench oben raus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war halt Arschgemedi von Tam Kench, ne? Das hätte auch absolut direkt in die Hose gehen können, weil gut geschaltet irgendwie auch direkt Topside gegangen. Schade, dass du das nicht hätte spielen können, aber Tam Kench, gut gemoved, hat das Play genommen, hat das 1 gegen 2 genommen und ist einfach rausgekommen. Straight up. Jetzt der Alistar Roam auf die Top-Lane, obwohl in einer Minute erst der Herald kommt. Vielleicht überraschend vom Tam Kench, der hat keinen Flash mehr, muss mit seiner W gut rauskommen, aber wird unterbrochen von Joha. Und den Kill sollte man jetzt auch Senjaden geben. Ah, oh, man nutze dich nicht zu sehr. In der Mitte zwei Flashes, alles auf den Aurelion Soul. Kataklysmus into Yon Ultimate. Das sieht sehr, sehr gut aus für Echo im Gegenzug. Ja, also sehr, sehr schönes Play erstmal von Teilzeit, ne? Haben natürlich irgendwie die Summoners halt irgendwie bestraft hier auf der Top-Lane und ja, Midlane absolut schöner Gank. Auch schön, also schön die Tower-Akku gehalten, also auch ne, von Amumu, damit Dive spielen können. 50 HP. Ja, 50 wäre so wirklich knapp gewesen, sonst hätte fast ein dicken Dive werden können. Ne? Jeder weiß, wenn man Dictator's Dive sagt, worum es geht. So, das ist für die ja, lustig, wichtig, aber dieser Kill, aber auch für Gargumba hier jetzt mit den ersten Boots und Vampire Scepter am Start. CS erhält irgendwie er hat schon ein hartes Core-Item, also nur die Berserker-Boots sind halt schon so stark für Yone. Und ja, Aurelion braucht halt noch ein bisschen Ruhe. Ne? Er hat jetzt keine Summoners mehr, es ist halt wirklich angreifbar. Und wie gesagt, Amumu und JVP bespielen jetzt die Map und jetzt wird's gefährlich. Ja, Vi hat natürlich jetzt den Ultimate-Lead, war gerade erst Level 5 in diesem Top-Lane-Play. Mitte hat man Kataklysmus eingesetzt. Maurice und Pardon Me, beide Supporter noch Level 5. Wenn hier eine Ultimate am Start wäre, wäre es auch huge oben, aber wieder das Derover auf Senjiden. Also auch da eine Ultimate auf Cooldown. Natürlich aber deine Mitte aktuell absolut stärker als der Aurelion Soul und deswegen muss man den Herald hier auch abgeben. Ah, da will man jetzt auch zur Seite von innen auf den Player sitzen, aber mit ein bisschen der Bedrängnis. Joa wird hier schon wieder durchzusehen, muss über die Wand flashen, man hat Flash von Joa hinterher, Q, Schild, Ultimate, aber das rettet sein Leben nicht. Oben schönes Parry von Senjaden, Pardon Me mit der W von gegen Tam Kench unterm Tower, der hat aber noch seinen Fixkin, Ignite, das ist super close, jetzt Maurice, der nach vorne flasht, aber auch da gestunt wird von Pardon Me und die Q nochmal, ja, groß, super close. Oh, Tushu Barrage geht sehr, sehr weit und Pardon Me hat nicht genug Damage als Kao.
um diese beiden Low-Member noch abzuholen. Ja, aber in der Mitte ist halt weiter Ulti gesetzt, ist nichts passiert, aber das war ein Spieler auf Messerschneider auf der Seite von Eiko. Drei Tanks haben sich insgesamt getoppt und keiner hat Damage gemacht. Das sah ziemlich lustig aus, aber... Ja, mit Melee soll es zwar nicht gehen, Quark for good luck. Die Ultimate so ein bisschen auf seine Position, aber das ist einfach der Solo-Polo. Und plötzlich steht hier Gagumba 3-0-0. Ja, ich muss leider Entschuldigung an die Int-Gemeinschaft rausgeben, weil es ist halt, ich bin halt einfach der Echo-Glicks-Spieler. Ja, es halt sieht so aus. Wenn Reden jetzt auch in Gefahr, muss eigentlich recallen, aber die Wave natürlich doof hier, verliert ja. Da eine Cannon-Wave. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Slim Snorker auf den Azrael zu setzen, den zu weak-siden, kann ich nicht verstehen. Man hat so starkes Potenzial in den Spieler und man setzt ihn halt einfach auf den ersten Wähler. Vielleicht kommt das noch, vielleicht irgendwie so eine Hidden Strategy, aber glaube ich eher nicht. Aber das halt oh, Maurice selber. Findet Pardon Me, schöne Q. Jetzt im Kataklysmus ist immer noch Level 5. Das heißt, die Q wird abermals sterben. 301 jetzt auch für Uschnotz und das ist jetzt schon ein richtiger Storm. 4K. Gold Lead in Minute 11 und das Play ist noch nicht vorbei. Q, schöne CC, Shane auf. Joa, der wird hier vollkommen überrascht und aus dem Leben geböllert. K-Popper Yoda mit seinem ersten Kill. Also, das ist auf jeden Fall eine Machtdemonstration auf der Seite von Echo. Was sie sich hier erlauben, die Jungs, aber auch wie sie spielen, absolut. Also, finde ich clean. Ich meine, also klar, das macht auch den Geldbeutel ne, aus, weil sonst könnten die das nicht spielen, aber Hut ab. Ne? Fehler nach Fehler bestraft, irgendwie ein paar Solo-Bolos. Int kommt auch irgendwie aus dem Bedrängnis halt nicht raus, weil Echo die auch die ganze Zeit irgendwie im Fight Force. Zur Zeit können sie halt einfach. Ah, pardon me mit dem Hextech Flash, aber da ist auch die Ultimate von Gagumba. So einfach kommt er aus den Situationen raus und Quack for good luck. Passt durch Uschnotz, Ultimate noch. Ja. Gestorben. Und ja, man hat hier eine Late-Game-Comp gedraftet, man wusste, man ist Early-Game anfällig, aber da hat man auch zu viele Plays abgegeben an Echo. Und wie du schon gesagt hast, die machen es hier eiskalt gut. Ja, also das Spiel ist halt einfach weiter, ne? Also die machen auch keinen Stopp, irgendwie Timing, Speed ist das, was Echo braucht. Weil wenn sie halt einmal stoppen, hat halt Int halt immer noch die Möglichkeit zu stayen und das wollen sie halt. Oh, Sanjiden, bitte, Vaurat hat zwar die Ultimate auf Tahmkench, reicht. Ah, nein, und auch der Solo-Polo, alle Solo-Lanes verlieren das 1v1 jetzt mittlerweile. Ja, das war eine Fiora auf Lieferando bestellt. Die hat man auf jeden Fall mal kurzzeitig gesnackt. Oh, Maurice geht weit, aber der Tower wird jetzt erst genommen durch die Mine von Uschnotz. Ja, wie gesagt, der Six geht jetzt von Lane zu Lane zu Lane. Er müsste jetzt eigentlich einfach straight up top lane gehen, da weiter einreißen, nicht großartig irgendwas in der Mitte machen. Das verschwendete Zeit. Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Es ist halt einfach alles, alle Lanes, alle Spieler von Echo sind ahead, alle sind in den Speed. 3k Gold auf Bord, 2k Gold in der Mitte, oben auf der Tahmkench 500 Gold ahead. Und das war ja eigentlich ein Pick, den wir kritisiert haben, aber man muss sagen, The Pity Quee hat hier Sanjiden unter Kontrolle. Schon das 1v1 even gehalten und dann sogar eben immer wieder Ult ihn low gemacht, dann einmal der Dive, der ja fast schief geht, aber da eben auch nur mit Joas Hilfe gerettet werden muss und ja. Wie gesagt, Y ist, finde ich, ein geiler Pick, ne? Also wie gesagt, geiler Pick, aber der muss halt ins Rollen kommen. Du hast halt keine Anlaufstation, du hast halt keinen, mit dem du spielen kannst. Ja, drei Losing Lanes. Ja, also jetzt nicht, weil sie jetzt insgesamt... Und Sanjiden wird abermals besucht, chippt ihr fast schon am Six alleine, EQ ein bisschen gewifft, aber man hat noch Kataklysmus und die Ultimate hinterher von Uschnotz. Ja. 10-1. Eigentlich ein typisches FF15. Mal schauen, wie lange man hier noch durchhält. In der Solo-Queue auf jeden Fall. Ja, man kann bitter, halt, bitter. Ja, man kann halt ein bisschen ins Off-Tempo kommen, ne? Man kann jetzt vielleicht ein bisschen beten. Mal als 5-Mann-Stack irgendwie jetzt durch die Map gehen, irgendwie vielleicht einen Trick kriegen. So Step by Step by Step by Step auf der Seite von Int, sich da halt ein bisschen Geld halt zurückmogeln. Aber es passiert halt nichts. Sie haben halt keine Möglichkeit. Entweder Echo disengage halt schon oder sie werden halt einfach schon voll kaputt gefolgt. Minute 14 jetzt erreicht und alle T1 Tower samt Platings genommen. Natürlich nochmal super viel Gold durch den Six. Ja, und auch Pardon Me muss sich erstmal hier retten. Es ist ein Freebie-Free oben. Aber da will man jetzt erstmal eincashen gehen. Brauch
auch, Echo muss nicht fighten. Also, sie sind halt auch, ne? Sind auch. Oh, man will trotzdem, selbst im Blubberfield hinein. Tam Ken Schmidt, Jarvan. Da wird eben mal weit devoured. Alistair kann hier nur zusehen und plötzlich das 1 gegen 4. Das sieht auch nicht jugendfrei aus für Vi. Schöne Arcane Shift, dann geht zumindest in eine Q von K-Pop Ayoda. Ja, da hat auf jeden Fall, da wurde auf jeden Fall die Voranungsgutschein eingelöst und da wurde die diesmal irgendwie gesnackt. Maurice findet Slim Snoker. Das geht aber. Tam Kench geht auch nochmal rüber, die nächste Q und folgt den Arcane Shift. Jetzt hat Clans, aber da kommt die Bombe aus Downtown. Und 6-0-2 für den kleinen Jortel. Ah, krass, ne? Also, Leute aus Int, könnt die Fackel auspacken. Ich bin der Glücksbringer auf jeden Fall. Oh, das ist schon echt aber bitter für Teilzeit. Das hat man sich bitter. Heute hier ganz anders vorgestellt. Das sind jetzt schon 10.000 in Minute 15. Ja, das tut mir ein bisschen leid für die Jungs und Mädels. Es ist mega, aber es ist halt dieser Draft, also den Teilzeit allgemein fährt. Ne? Also sehr viel Scaling. Also gerade in Ezreal auf den stärksten gefühlten Spieler. Wie gesagt, großes Fragezeichen. Und da hätte ich halt ein bisschen mehr Engagement gezeigt auf der Seite von Int und da vielleicht einfach besser. Es gibt so viele Picks, aber die lassen mich halt auch nicht reden, weil sie halt immer instant fighten. Das stimmt. Oder? Fighten sie? Entscheidet euch, wenn ihr reden oder. Gerade mal das erste Mal so eine kleine Pause. Das ist doch gut so. Und. Ja, es gibt halt so viele gute ALCs, die halt da offen gewesen wären. So die Xayah wäre gewesen. Du hättest doch eine Jinx picken können, die vielleicht jetzt nicht so early-haft ist, ne? Aber halt auch schon etwas besser als. Okay, etwas besser als Ezreal ist jetzt auch fragwürdig. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt halt bessere Picks. Ja, Hypercarry. Man hat sich halt irgendwie für ein Ezreal entschieden, was halt, glaube ich. Weiß ich nicht, wie gesagt, was Teams dabei denken. Aber sie haben halt auch einen Plan dahinter. Sie haben halt auch das bestimmt. Ne? Und sie wissen halt auch eigentlich, wie man damit umgeht. Ja, man hat das aktive Play unten gesucht und 2 Kills am 6 abgegeben. Und selbst dann war es schon schwer. Mitte, Jon, einfach das Matchup gut ausgespielt. 3 Kills auch bekommen im Roam, dann top den zweiten Kill, im Dive den dritten. Und ja, Javan war auch immer so ein bisschen dabei und jetzt wird wieder oben diesmal Gagumbär aufgemacht. Und da wartet Paromir! Sehr gut abgewartet. Jon versucht noch für das TP sich ein bisschen Zeit zu retten. Und da kommt der Tam Kench mit dem Wauert dem Jon. Da kommt das 6 TP und plötzlich ist es ein 3 gegen 3. Gerade dachte man hat hier Gagumbär gecatcht, aber da kommt auch Joa rein. Und man hat den Jon geshutdown und auch die Ultimate hinterher auf dem 6. Auch da ein Shutdown für Ezreal. Tam Kench jetzt alleine gegen 5. Die eigene Medizin gespürt. In der Mitte geht aber K-Pop Ayoa Yoda mit dem Herald durch. Ja, da muss ich halt auch was sagen, das ist halt so ein typisches Echo-Gameplay. Sie haben zu viel Spaß, machen Fehler und da passiert halt so ein Shit. Gagumba war halt einfach out of position. Den hätte man da einfach sterben lassen sollen. Irgendwie auch die andere Map halt spielen müssen. Strike up irgendwie in 7 Sekunden. Gestehen J4 und Amumu da. Und müssen halt die komplette Mannschaft. 1000 Gold für Ezreal waren das und 700 für Vi, also da hat man ordentlich Shutdowns eingecashed. Oben da muss Sanjeden aufpassen, den Tower kriegt man nicht mehr, da ist auch Gagumba. Bitter. Naja, TP geforstet für Joa, kann er der Hero werden? Paromi geht schon mal rein, um hier K-Pop Ayoda von dem Pit fernzuhalten. Aber der Drake ist doch bei 3k und man turnt jetzt einfach auf Joa. Ezreal ist auch around die Ultimate. Absolut huge vom 6 und das war, nachdem man 3 Shutdowns bekommen hat, wieder ein kleines All-or-Nothing-Play und das heißt Nothing für Teilzeit. Ja. Also ganz ehrlich, super gespielt von J4, einfach abgewartet. Du machst das Objektiv und du wartest halt einfach ab. Du fasst diesen Drake halt nicht mehr an und er steht die ganze Zeit auf 2,3k. Ne, hab ich richtig gut, ich weiß nicht mehr. Ja, 2,93 so. Ja, und hast halt einfach keine Chance gehabt und dann kamen halt die ganzen Echo-Leute wieder ab und dann konntest du es halt einfach spielen. Ne? Ich meine, auch wenn du dein Midlaner halt irgendwie gedacht hat, irgendwie macht ihr mal Leute, ich gehe auf die Top-Lane. Haben sie es halt trotzdem hingekriegt. Ich meine, wie gesagt, Teilzeit muss es jetzt versuchen. Müssen es leider versuchen. So. Und das geht meistens entweder. Ne, aber wobei, jetzt war der dritte Drake so. Willst du da wirklich da schon das Game nochmal werfen, wo du gerade 3 Shutdowns eingecashed hast? Na, für mich ein bisschen zu panicked eigentlich. Hast du ja schon die ganze Zeit gemacht, ne? Ja. So, ich meine, und ein bisschen toxisch, aber hast du halt die ganze Zeit. Und
Naja, wie gesagt, das ist der dritte Drake, aber auch aus dem dritten Drake kommt der vierte Drake, ne? Und wenn du ihn halt irgendwie kampflos abgibst, ist ja okay. Ich meine, es ist nur der Jungler gestorben. Es war das komplette Ace, glaube ich. Also so, es war ja, nicht okay, nur der Jungler. Oben ist ja Fiora vorher gestorben, aber dann eben alle vier unten. Und jetzt wird CNG dann auch wieder angegangen mit der Amumu-Q, Kataklysmus hinterher. Aber er hält sich hier noch gut am Leben mit seiner eigenen Ultimate und plötzlich der Aurelion. Und auch das Team von InSport kann hier seinen Toplaner rächen. Schöne EQ nochmal über die Wand und so leicht entgeht man hier auch dieses Play. Six Ultimate nochmal zum Zonen. One for one. Seite von Teilzeit hat man den Supporter gekriegt, ne? Man ist jetzt immer irgendwie halt immer. Okay, es sind 4 gegen 4, ne? Aber und der PTQ geht wieder rein unter die Erde, kommt wieder hoch am Blue Buff und da ist auch Six, da ist Jo und da sind J4. Das ist ein 4 gegen 4. Tamgench geht weiter nach vorne. Ah, Ezreal hat seinen Conqueror jetzt hier gestackt. Padomi wird jetzt aber hier down gehen. Ultimate mit 100 HP hätte er sich auch sparen können. Hätte vielleicht mal vorher aktivieren müssen. Ja, wie gesagt, irgendwie Echo hat ihren Supporter verloren, Teilzeit ihren Toplaner. Ich weiß nicht, was Sperre ist. Und deswegen konnte Echo das halt auch spielen, das mit der Baron gemacht. Ja, es ist halt einfach zur Zeit einfach können irgendwie Teilzeit keine Chance, irgendwie das irgendwie zu beantworten. Nicht mit Hulk, nicht mit 13k Gold Lead. Ja, halt schon ziemlich krass, ne? Und aber nichtsdestotrotz erlaubt es halt Echo auch Fehler, die sich halt einfach nicht leisten dürfen. So. Weil es gibt halt auch Teams, die bestrafen sowas nochmal ein bisschen härter. Ja, gerade diese drei Shutdowns auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, sehr viel Gold. Dann leider dieser Contest um den dritten Drake und jetzt der Nash, jetzt Powerplay und jetzt sollte es langsam Richtung 1-0 für Echo gehen. Vielen, vielen Dank, Richel99 hier fürs Abo im 29. Monat. Einer der OGs hier. Vielen, vielen Dank dafür. Was ich sagen muss zum dritten Drake, wenn die Vida jetzt reingesprungen wäre und versucht hätte, für den Steal zu gehen und gestorben wäre, happened. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, man hatte natürlich mit den Alistar die Idee, dass Alistar noch Jarvan da irgendwie vom Pit fernhalten kann, aber das war halt ein bisschen zu früh. Nee, du kaufst dann einfach straight up den Jungler, sagst du, du gehst jetzt da rein, entweder du kriegst ihn oder stirbst, oder du kriegst ihn und stirbst, oder du kriegst ihn nicht und stirbst. Tschüss, Jungler, wir machen irgendwas anderes. Wir Lanes pushen, Gold farmen, ein bisschen Hack, ein bisschen was auch immer. Aber sie haben sich da halt für entschieden, irgendwie das mit 4 Leuten zu fighten, haben da halt ein bisschen auf die Nase gekriegt und kriegen jetzt halt die Quittung dafür. Ne? Und jetzt versucht man wahrscheinlich auch zu diven. Die Tower werden nicht mehr lange halten. Padomi ist hier eigentlich ein Tank-Support, aber müsst gegen diese Bomben. Gagumba ja jetzt ein bisschen getrollt, hat Aggro übernommen. Das mache ich auch gerne mit deiner. Ich denke dann auch sehr viel. Oben das erste Objective Bounty, die Split Push Fiora in Minute 22. Ja. Kannst du ruhig machen. Wie gesagt, die können jetzt die Fiora einfach Topside lassen. Die können jetzt auch einfach Botlane und Mitte halt einreißen und Teilzeit halt irgendwie downpushen. Erster Inhib ist down, zweiter Inhib wird fallen und dann. Oh, krass. Lernt man jetzt vielleicht für den finalen Dive im 5 gegen 4. Ging es für den Dive? Der erste Tower wird angegangen. Dreimal Ultimate von Amumu, aber schöner viermal Lockup auch von Panomi. Und der kann hier nochmal viel Zeit rausholen. Schöne W into den Tower für Jarvan. Und die Ultimate auch von Quack for Good Luck ist hier huge. Trotzdem Slim Snowcar. Kriegt er den Amumu noch? Ja, er kriegt ihn. Aber die Bombe hinterher von Ulschnotz mit dem Double Kill. Joa jetzt dazugekommen, beziehungsweise im Fountain sich regeneriert. Und ja, das war ein gutes Play für InSport. Beide Tower leben noch oben. Fiora weiter am Pushen. Jetzt natürlich aber einen Recall durchbekommen. Joa, schaffst du es hier im 1v1 gegen Tam? Nein. Ja, willst du denn er geht auch raus. Den ich meine, unterbrechen, aber auch leben. Ich fand's cool, dass Echo gedived hat. Die hätten es nicht machen müssen. Sie hätten auch einfach für den Poke gehen können. Six ist ultra stark. Und haben da jetzt halt wieder ein bisschen Zeit rausgespielt. Der nächste Drake ist jetzt ab. Und ja, war wieder ein bisschen Geld. Ne? Das ist halt so hoffen, dass man rein. Was halt das braucht ja schon Wunder für Teilzeit. Ja, aber das ist halt trotzdem Hoffnungsmacherei. So. Naja, stimmt. Sonja ist jetzt completed für Aurelion. Wir haben gesehen, die Ulti, die Shepard langsam. Ja, mach's mal so. Wo man keinen Seraph hat hier. Ist ein Zwinker-Zwinker, ne? Und dann wirst du halt doch jetzt spielen lassen. Auch jetzt die Soul, man hat null Anti-Heal. Auch die ist hier sehr, sehr huge für Echo. Soul, ich meine, ganz.
Männer die Soul nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil, also, Gen gibt es halt auch nicht, die Echo-Spiel gibt es auch nicht für Pong. Ja, ja, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Weil entweder sie gehen rein und töten alles oder sie spielen rein und sterben. Ja, ja, das war bis jetzt Name of the Game. Ja, wie gesagt, wir können das Spiel zurückspulen und wie jede einzelne Situation passiert ist. Mhm. Und der ist halt absolut jetzt einfach nur noch irgendwie Prestige, weil sie es halt machen können. Und ja, 6K Goldunterschied zwischen den beiden Botlanern. Ist schon, das tut sehr, sehr weh. Das tut sehr, sehr weh. Wie gesagt, hier Items, fast Snorker, full mit 6 hier. Da hatte ich schon echt Angst irgendwie, ne? Weil die Spiele, die ich mir angeguckt habe, hat er halt irgendwie auch schon sehr gut irgendwie ins Spot getragen. Aber cool ist halt wieder auch noch gewesen. Ja, viel zu weit da im Jungle, ohne Vision, ohne Hilfe. Hat immerhin seine Ultimate früher aktiviert, deswegen hält er dann noch 1-2 Sekunden länger. Aber jetzt geht man die letzte Lane ohne Inhibitor noch durch. Slim Snoker, auch nicht so wirklich mitbekommen, was da los ist. Wird hier gewonshottet im Kataklysmus. Auch weil sich nochmal dort reinbegeben. Die P jetzt zwar von Sengen, aber das ist weiter nur Kanonenfutter für Echo, die keinen verloren haben. 3 Leute auf 3 Sekunden. Das ist hier der letzte Push. Und ich glaube, mit diesem einen Punkt ist man hier schon sicher in den Playoffs und ja, aus die Träume für Teilzeit. Ja, aber was Tyrants jetzt im zweiten Spiel machen müssen, die müssen halt jetzt auch einfach demonstrieren, dass die Playoffs hier ready sind. Ja. Also das, was ich halt immer sehe, ne, ist halt auch ein Phoenix-Phänomen, die haben halt ein bisschen sehr Spaß und freuen halt irgendwie auch manche Games rein. Und eigentlich Spiele, also Phoenix muss halt einfach helf mir mal bitte, ich finde das Wort gerade nicht. Demonstrieren, wolltest du sagen? Nein, nicht was? Demonstrieren, nein. Über den jeweiligen Gegner spielen. Dominieren, nein. Dankeschön. Doch, okay. Muss halt einfach dominieren. Und ja. das müssen die Tyrants jetzt auch, die müssen das einfach klarstellen. Haben sie gerade. Ja, nochmal, also die konstant jetzt durch. Ja. So, und damit sie halt einfach in den Playoffs ready sind. Ja. Ja, und dann hat Echo jetzt schon das zweite Team auf jeden Fall sicher in den Playoffs. Neben Phoenix jetzt also auch die Tyrants, die sehr, sehr stark waren. Man hat ihn ein bisschen gegiftet. Fragwürdige Plays, gerade von Padomi, das Level, was war es, 3 oder so, wo er da reingeht. Mhm. Und dann Double Kill für 6 early. Oh, das ist so. Nee, das war ja nicht mal irgendwie. Das war Level 3. Nee, oder? Ja, das war sehr, sehr early, wo man da auf der Botlane. Und vielleicht dachte man sich da, vielleicht aber ein bisschen mehr Damage, aber Astral war ein bisschen weiter, stand halt ein bisschen zu behind, um den Fight halt konstant zu joinen. Amumu halt auch einen guten Job gemacht, irgendwie den Astral halt ein bisschen gesaunt. Und da stand die Crew halt irgendwie halt auch in 2 Leute drin. Ja. Und Amumu hat irgendwie alles gegeben, irgendwie sein ADC in Anführungszeichen zu beschützen. Ja. Das hat geklappt, 2-0. Und so war halt die Weak Side eine Strong Side. Ja, genau. Dann konnten sie halt einfach auch spielen. Ja, dann den 6 gut rotiert. Auch, ja, 3 Losing Lanes ist sehr, sehr schwer für Joha gemacht, der dann einmal von Yone überrascht worden ist im River. Yone selber in der Mitte ein Flashy Play gefunden. Das Kataklysmus mit Yone Ultimate hinterher. Einfach den Aurelion Zoll, seine Early-Schwäche gedived. Abuse und ja, also ein bisschen Draft-Adaption muss jetzt Teilzeit tätigen, denke ich. Die gute Nachricht ist, sie haben jetzt Seitenwahl, können sich ihrerseits für die Red Side geben, sich zumindest einen Counterpick hier aufsparen. Vielleicht, was du gesagt hast, einen neuen ADC hier. Ja, also auf jeden Fall muss Echo muss nichts ändern. Die können das gleiche Spiel nochmal spielen, ungefähr. Was Teilzeit ändern muss, also Y sehe ich nochmal. Du brauchst aber einen aggressiven Midlaner als Orion Zoll und halt einen stärkeren LDC, weil, wie gesagt, es gab halt so viele Möglichkeiten, da einen besseren LDC zu picken. Was man sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Aber wir stecken da auch nicht drin, müssen wir ein Glück auch nicht. Und daher steckt den. Ne, Slim Snoker auf einen anderen AEC und da, vielleicht wird das für Echo noch mal ein bisschen kritisch. Ja, mal schauen. Ich glaube auch, wieder sehr viel hat man sich selber das Leben schwer gemacht, wie gesagt, gerade das Play auf der Botlane, auch dann, dass man den Yone nicht so wirklich respektet hat, da er 3-0 early bekommt und dann hast du eben 2 Carries, die absolut fett sind. Oben negierst du die
Split-Push, Win-Condition, dann ist für die Viora vielleicht auch ein bisschen zu schwer auszuspielen. Aber wie gesagt, da hat es Tam Kench auch hier sehr gut gemacht. Also da auch, schaut auch an The Pity Queen, der ja, die Lane negiert hat, beziehungsweise dann auch sogar beherrscht hat, dann immer wieder Viora als Happy Happy, als Mittagessen genommen hat, sehr viel Hunger hatte. Der hatte auch richtig Hunger. Ne? Also der hat gefühlt 2 Tage nichts gegessen und hat sich erstmal das komplette Team halt gesnackt. Und ja, wie gesagt, dass das Matchup halt klarkommt, aber ich habe ja die ganze Zeit, also grundsätzlich ich habe einfach den Y-Pick halt kritisiert. Aber was soll Y halt ja, machen? Ja, das war ein schwieriges Game für Yoga. Du kannst nichts machen. Ja. So, und dann ist es halt natürlich schwer, so, ne, was ich halt gesagt habe. Ultest du halt Y rein, hey, dann denkst du dich, ey, cool, dann bleib mal kurz stehen, killen den Jungler und gehen weiter. Ja. Und auf jeden Fall. Ich würde den Jungler gleich behalten, ich würde die Toplane gleich behalten, Support auch. Anderen ADC, anderen Midlaner und dann musste ich, glaube ich, Echo doch ein bisschen warm anziehen, weil die haben sich schon ein paar Patzer erlaubt, die nicht sein hätten dürfen und die halt auch gepunished hätten können, wäre das Game even gewesen. Ja. Gerade diese 3 Kills oben, diese Shutdowns, wo man 1000er Gold nochmal an Astral gibt, 700 Gold abgibt, also der war ein bisschen unnötig. Ansonsten gar nicht mal so viele Fehler gemacht, also Echo wirklich mit einem cleanen Game, waren hier das dominierende Team. Aber, ja, mal schauen, ob man jetzt for fun, wenn man sagt, wir sind eh ready, oder ob man deinen Rat hier zu Herzen nimmt, zeigen, dass man eben Playoff-ready ist, dass man 2x dominieren kann hier gegen Teilzeit, auch auf der Blue-Side. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich hört so oder so keiner. Wenn ich sage, die sollen jetzt nochmal tryharden, spielen die irgendwas Komisches. Mal schauen. Wenn ich sage, die sollen für Fun spielen, picken sie tryhard. Also das ist halt umgekehrte Psychologie. Das ist halt auch mein Caster Curse, muss ich auch ganz ehrlich sagen. aber mal gucken, vielleicht Gagumba. Gagumba ist ja mal mein kleines Schätzchen. Ne? Vielleicht hört er auf mich. Und überredet sein Team, um nochmal ein bisschen Tryhard zu spielen, weil, wie gesagt, wenn sie die Playoffs spielen, ist das halt ein anderes Kaliber. Und wir gehen ein Glück in die Pickung an. Ja, das stimmt schon. Ich sehe auch gerade Quack for Good Luck letzten Spieltag Ori gespielt. Vielleicht den Jarvan selber wegpicken. So eine Orianna in der Midlane fände ich besser als eine Aurelion, hat ein gutes Scaling, ist aber auch early schon am Start. Ja, also du brauchst halt ein bisschen Support halt für Aurelio, ne? Also abends müssen die ganzen River halt abgedeckt werden, du brauchst halt einen Jungler, der halt ein bisschen Liebe gibt, den Midlaner halt ein bisschen pressured und damit du halt in Ruhe scalen kannst, aber ja, wie gesagt, Teilzeit, wenn ich mir die Games angeguckt habe, sehr viel Scaling drin und konnten es natürlich auch ausspielen, ne? Ist nicht so, dass es nicht geklappt hat, sind ja nicht umsonst auf dem dritten Platz. Aber kann halt auch schon kriminell werden. Ne? Es gibt halt Teams, die können das halt einfach punishen und mit den Draft eben wohlzeit gepunished. Ja, auf jeden Fall. 3 starke Lanes gehabt. Auch der Tam Kench, wie gesagt, bei uns so ein bisschen. Was mich ja ziemlich gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Todeszunge. Habe ich ja absolut nicht gerechnet, irgendwie, dass das. Aber warte mal, Piora ist doch Französin, ne? Ja, sie. Und Französisch konnte Tam Kench. Ja, und er konnte auf jeden Fall richtig Französisch. Ne? Der hat die auch nicht mal zum Essen eingeladen. Ja, und so ein bisschen. Ja. Ja, und von daher die Lore einfach mal stärker. Jetzt hauen Aurelion sie den raus. Auf Redside also, aber auch. Interessante Draft-Adaption hier. Ja, also das Echo den Astral raus halt, verstehe ich nicht ganz. Vielleicht haben sie auch irgendeine Art halt Angst, aber wie gesagt, es gab halt gut andere gute, also bessere ADCs, die in picken können. Und mal gucken, was First Pick und es wird Ari. Gagumba, für dein Schätzchen. Finde ich schwer. Ari Blind Pick ist solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber, ne, wie gesagt, immer wieder bessere. Du kannst einen Victor First picken, du kannst einen Sundor First picken. Du könntest sogar den Aurion Sol konntest du halt nicht First picken. Du hättest die Annie picken können, die Gagumba offiziell gespielt hat. So. Und Eieiei, okay, Teilzeit for Fun auf jeden Fall schon mal. Ja? Der Alban-Pick. Man kennt ihn, der Baum, der beste Baum im Wald. Eieiei. Hab ich den nicht schon mal gesehen, den Alban? Nico, Alban, oieiei. Okay, Teilzeit hat Spaß jetzt noch am letzten Spieltag. Für sie geht's so nichts mehr, das stimmt schon. Gehen die jetzt für Rengar oder so? Rengar, Iron Bot-Fan?
Wäre auf jeden Fall lustig, ne? Also ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, Teilzeit bräuchte das. Also vielleicht doch einfach mal irgendwie, vielleicht mit dem Sieg irgendwie aus der Prime League zu gehen. Ja. Ich glaube, das können die schon ganz gut ab, weil mal ein bisschen Spaß nochmal zu haben nachdem Tryhard gerade nicht so gut geklappt hat. Auf der anderen Seite jetzt Shogat, der immer mehr Spielzeit kriegt, tatsächlich. Warum haben wir? Sehr viele Builds auch hat mit Hardsteel, aber auch immer noch Everfrost gehen kann. Und Kindred jetzt im Jungle auch da. Ist natürlich ein bisschen Makroplay, ein anderes Game. Du gehst hier für die Stacks, für die Invades. Mal schauen. Gegen Ivan sollte das ganz gut funktionieren. Ja, finde ich auf jeden Fall ein bisschen schwer. Und da ist Ivan Rank, aber für die Botlane vielleicht sogar. Ja, geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange keine Ivan Ringer Botlane gesehen. Auf jeden Fall sehr viel von Senna rausgenommen. Keine Ahnung, ob man das jetzt einfach noch ein ernster Mann ist. Senna wurde von der LCK auf der Botlane von Guma Yussi, glaube ich sogar. Ehrlich? Den Shogat ausgepackt. Also von daher, die Senna schon noch ein ernsthafter Bann hier. Okay, krass. Ja, dann auch wieder was gelernt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie jetzt noch bannen sollen. Die versuchen jetzt halt irgendwas zu bannen, aber die picken halt was ganz anderes. Es ist halt einfach, glaube ich, straight up egal für Teilzeit. Wenn sie halt Spaß haben, super geil. Aber ich glaube, den Baum hätten sie selber picken müssen, weil Nico, Ivan, Maokai wäre, glaube ich, schon eine gute Baumkombo, oder? Mal schauen, auf der anderen Seite jetzt die Fiora gebannt gegen St. Jaden und Slim Snokers. Xayah muss auch dran glauben. Wobei Rengar, Ivan, ich denke schon, dass die sehr krass auf der Botlane gehen werden. Nico Midlane, also suchen wir hier noch Toplane und Jungler. In der Theorie für Teilzeit, Toplane, Blindpick, Zed, beziehungsweise sehr gut gegen Shogat, falls er Toplane geht. Natürlich ein Counter-Matchup. Steckt da jetzt noch ein Plan hinter? Ja. Ist das Nico Botlane? Und Ivan Midlane, Rengar Jungle? Mal schauen, aber ich glaube nicht. So, was geht man jetzt? Man hat noch die Support-Position übrig und den ADC. Also man sucht jetzt wahrscheinlich noch die Botlane, Nautilus. Braucht man immer auf jeden Fall eine Bank als Supporter. Ja. Mega, also man braucht jetzt auf der Seite von Echo halt noch ein bisschen Engage, ein bisschen Tanky, Frontline, halt irgendwie, um halt auch die Kindred halt auch einfach zu beschützen. Und man entscheidet sich für Rumble, Yorick. Ich habe langsam keinen Plan mehr. Also alle picken das, was. Keine Ahnung. Das dachte der Shogat Botlane werden, now. Kindred Botlane. Na, Shogat Bot, glaube ich, wirklich für Uschnotz. Ja, okay. Und Olaf, gefährlich natürlich jetzt gegen Zed auch oben. Ich verstehe den ganzen Draft nicht. Also Ahri auf jeden Fall Midlane, so, das können wir auf jeden Fall festhalten. Wayne, wenn jetzt ein Wayne jetzt eingeloggt wird, auf jeden Fall ADC, kann natürlich jetzt auch Top-Lane sein, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan, was sie hier spielen wollen. Und bei mir ist einfach noch ein großes Fragezeichen. Es wird auf jeden Fall der Wayne-Login, also doch noch ein ATC. Vorfahren Teilzeit gegen, auch ein bisschen unusual Draft, aber wir haben ja gerade auch keinen ADC auf Uschnotz gesehen. Der hat heute irgendwie keine Lust auf Carries. Der geht jetzt hier für Sugar Botlane, wie Guma Yussi. Aber ohne Senna halt. Ja, ohne Senna. Also, es ist halt einfach nur, du hast halt einen Tank, irgendwie ist halt ein bisschen. Jetzt wird einfach eine Wayne Top-Dane, ne? Ringer Setbotten, ich hab absolut. Wobei Wayne auch gegen Olaf aufpassen muss, wenn er da einfach mit Ragnarok durchgeht, nicht condemned werden kann. Ja, es kann halt einfach eines meiner Solo-Q-Games sein, bro. Wie das hier gerade aussieht, ist vielleicht ein bisschen toxisch, aber ich habe echt keinen Plan. Ja, nein, auf jeden Fall. Es ist ja eine Vorhand, kommt auf jeden Fall von Teilzeit. Also daher. Aber warum steckt man denn jetzt einen Shogat Botlane mit einer Senna? Ich meine, klar, ist halt Stagging. Auf ja, genau, du farmst einfach Senna. Ist immer ja schon so ein bisschen, dass du auch Wukong Senna auf der Botlane hattest, also immer der Bruiser, der tanken kann. Jetzt hast du ja auch deinen Carry sozusagen im Jungle mit der Kindred, auf deiner Seite hast du den auf der Top-Lane mit der Vayne, also AD Carries haben wir auch im Game, nur nicht mehr auf der Bot-Lane. Ja, absolut nicht. Wir haben ich wundere ein bisschen, dass der Ivan jetzt tatsächlich in den Jungle geht, aber ich glaube auch da die Theorie, Zed ist super, super gut gegen Shogat, du kannst den ulten, machst deine Max-Health-Damage und Shogat ist ja ein Health-Stacking-Tank, von daher. Ja, Nautilus halt auch, ne? Also theoretisch halt auch. Vielleicht geht er jetzt auch AP, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß zurzeit nicht, was bei denen in den Köpfen vorgeht. Der einzige Serious Pick irgendwie auf,
finde ich, also muss ich halt ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn kritisiert habe, ist die Ahri und der Olaf. So, der Rest ist halt für mich. Ja, und ich glaube, gerade gegen Ahri, gegen Nico hast du das gleiche Problem wie gerade auf Seiten von Teilzeit. Also ich glaube nicht, dass Nico irgendwie Ahri unter Kontrolle halten kann. Ahri mit ihrer Ultimate dann immer wieder Roams finden und Ivan ist halt super, super squishy. Ja, du kriegst einen Enchanter, du kriegst ein gutes Shield, du kriegst Daisy, aber wenn du hier gecatcht wirst von der Ahri, bist du trotzdem wieder leichtes Fressen. Ja. Auch wenn du keinen. Wobei, gerade als du einen Tamken, der fressen konnte, jetzt hast du einen Shogun. Ja, aber auf den falschen Spieler, ne? Ich meine, ja, Pit hat sich halt schon ein bisschen Hunger gefressen. Ja. Jetzt muss er eigentlich das Nachtischholen. Ja, genau. Aber ich glaube, das wäre einfach tödlich irgendwie für Shogun, irgendwie gegen Nobain. Weiß ich nicht. Midlane sind halt auch nicht. Ich bin gespannt. Auf der Seite von Int hat man sehr großes Pick-Potenzial. Also so ein Ivan-Snare into Nico-Stun und dann wird er einfach von Rengar halt down gefokust und von. Ja, wie gesagt. Ich weiß actually nicht, ob Platz 1 oder Platz 2 auch etwas in den Playoffs machen würde. Ob es da ein besseres Seeding für Platz Nummer 1 geben würde. Nee, dann wäre es ja noch sogar ein entscheidendes Game für Echo. Nee, in Hinblick. Gibt's nicht. Also sollten sie vielleicht mal einführen, dass Teams sich dann immer halt noch ein bisschen mehr Mühe geben, irgendwie um Platz einzusieden. Machen sie nicht das, und gehen das halt einfach straight up irgendwie durch. Und würden sie das machen, wie gesagt, dann würde hier, glaube ich, die Tyrants halt auch nochmal so eine andere Schiene auffahren. Der Draft ist schon okay. Ja. Denke ich auch. Okay. So, kann aber, glaube ich, auch gepunished werden, sollte was anderes gepickt werden, außer Rengar und Zed Botlane. Keine Ahnung. ich, wie gesagt, ich habe ein ganz großes Fragezeichen, ich habe schon irgendwann nicht mehr gecastet und dann kriege ich das sowas als zweites Game so. Und danke. So, ich bin ja, halt dann super cool. Welcome to the last Spieltag. Ja. Game Day. Gameplay. Also, ich habe ja schon mal Teilzeit gecast. Ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben. Gegen die Ravens. Gegen die Ravens, genau. Und da wurde mir halt auch von Felix gesagt, wenn die Pick, also Teilzeit pickt halt einfach super kurios. Ja. Und ich glaube, das haben die im letzten Game, also im zweiten Game auch. Ich bin mir auch nicht mehr 100% sicher, das müsste ich halt rauskramen. Ja, nee, alles gut. So, jetzt schauen wir mal, müssen kurz die Seiten natürlich noch tauschen. Rechts machen wir ein 1-0, links machen wir ein 1-0 für Echo. Ja. Die führen nämlich verdient nach einem absoluten Speedrun im ersten Game über Teilzeit, die Echo Tyrants. Also schon für die Playoffs 4-5 qualifiziert, für Teilzeit geht um nichts mehr. Deswegen sehen wir hier vielleicht auch diesen Draft, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir noch ein bisschen Hype verursachen, beziehungsweise einfach mal jetzt. Ja, Spaß haben. Mal schauen, ob man den Rengar ADC hier gut ausspielen kann. Ja, jetzt packen wir auf jeden Fall die Zirkusmusik aus. Ne? Ziehen unsere Clownsnasen an und Level 1 von der Map. Auch gesteckt auf beiden Seiten. Ja, aber die werden sich sehr unwahrscheinlich treffen. Geht doch einfach in die Mitte und kloppt euch. Ja, vielleicht. Damn. So, das hat überhaupt. Aber wirklich parallel. Ne? Also, die sind halt wirklich auch gleich schnell. Schau mal. Ein bisschen rauszoomen hier, damit wir das auch sehen. Habe ich auch gerade gemacht, irgendwie. Das musste ich halt auch immer. Ich habe auszusehen rangesucht, anstatt rausgesucht. Das war ein bisschen Fehler. Der Fehler. Ja, aber sehen Flash Ghost auch auf der Top-Lane für beide. Unten haben wir Exhaust Ignite auf Seiten von Insport. Auf der anderen Seite haben wir das TP, also Uschnotz weiterhin auch mit dem TP Botlane Gaming. Der Ignite jetzt für Quark for Good Luck. Ja, also das wurde jetzt auch Zeit, ne? Also Quack muss jetzt halt einfach mal ein bisschen performen. Entschuldigung, ein Schluck auf. Ist gut. Der muss jetzt halt einfach ein bisschen aggressiv spielen und ich glaube halt auch gegen Ahri kann er das halt auch einfach. Der kann das halt ein bisschen outrangen und kann halt für gute Trades gehen, sobald er seinen Snare hat. Kann er halt so und das hier auch schon bitter für Insport oben. Der Invade bzw. Red Bump Start. Für K-Pop Yoda. Riechen die das? Riecht Echo das? Ich weiß es nicht. Dennis, hörst du denn eigentlich K-Pop? Ey, ich habe keinen Plan, ob ich K-Pop schon mal gehört habe.
Okay. Ich kann's ehrlich sagen. Ah, pardon me, mit dem Facebreaker auf Uschnotz. Maurice ist aber gut im Peeling, hat Slim Snoker hier unter Kontrolle. Der rettet sich wieder im Busch Richtung Minion, aber jetzt ist pardon me in Gefahr. Q sehr, sehr gut, Ignite ist und er muss schon rausflashen. Maurice wartet auf seinen nächsten Hook, Exhaust jetzt auf Uschnotz. Schöner Facebreaker, aber da ist er schon tot. Und Slim Snoker mit dem Flash auf Uschnotz. Das sollte das One-for-One sein, aber First Blood natürlich für den Shogard. Und jetzt das Battle Support gegen Rengar. Und Rengar aus dem Busch hat hier den Damage. Gleich kommt auch Joa von rechts, Level 2. Der Baum, der hier langsam ranwatschelt. Aber es ist der Double Kill für Rengar, für Slim Snoker. Ja, ich muss es halt einfach sagen. Das war's Trap. Und die hat Echo halt voll geschluckt. Sah halt wieder aus, irgendwie fast wie im ersten Game, wie das Import halt irgendwie 0-2 tradet. Aber Ringer 2 Kills, schon sweetie. Und jetzt wird's interessant. Ja, Recall mit einem CS, sieht man auch nicht alle Tage. Hat sich ja natürlich jetzt seine zwei Double Kills eingecashed. Auf der anderen Seite auch der Tier Backcall nicht unbedingt so schlecht für Uschnotz. RSNG jetzt in Gefahr, hat auch schon rausgeflasht, wie wir sehen, haben wir jetzt leider On-Cam nicht mitbekommen. Nee. Aber der Summoner fehlt jetzt. Joa ist allerdings auch around, um das zu haben. Ich glaube, Teilzeit sollte nichts mehr anderes spielen, außer irgendwie Rengar Botbamber. Okay, aber jetzt schon Level 3 gegen Level 1. Slim Snoker immer noch Level 1. Du kannst halt einfach fahren. Oh, schöner Charme gegen Nico. Sie war aber guter Rouge, aber Yoda hat leider keine Akro mehr. Ignite wird nicht reichen, aber guter Versuch von Quark. Das ist wohl das Sad, ne? Wenn du halt irgendwie falsch reingehst gegen Nico, kriegst du halt die volle Kombo ab. Da hast du noch ein paar Tower-Shots gefressen. Gut, dass Yoda halt überlebt hat, sonst wäre es halt tot gewesen. Und schöner Double-Buff halt für Nico, ne? Ja. Hat jetzt aber schon die erste Mark auch bekommen auf der Botlane, also das auch huge. Ah, oh, pardon me mit dem Hextech-Flash gegen Maurice, aber der ist einfach schon tanky mit seiner Aftershock. Nur gute Kombo, Haymaker nicht so wirklich effektiv. Und auch Sanjeden oben in Gefahr auf der Vayne. Ja, der Wikinger hat Bock. Naja, der will die Kleine mit der Armbrust halt auch rein, weil Yoda ist on the way. Und Sanjeden hat zwar Ghost, aber sieht das jetzt nicht. Die Axt hittet und das sollte das Todesurteil sein. Easy peasy, Limit squeezy. Nochmal das E rausgehauen, einfach nur um Damage zu machen. Joha jetzt auf der Botlane, aber da ist man schon sehr deep unterm seinem eigenen Tier 1 gedrängt worden. Aber du spielst halt einfach Ahri, ne? Ahri mit dem Lora zu kriegen, macht halt einfach keinen Damage. Und ich finde das witzig, irgendwie, dass der Ränge halt einfach 2-0 steht. Das finde ich so cool. Ich feiere das so. Oben Execute gegen Pitiqui, schneller Recall genommen. Wollte er wahrscheinlich fürs Plating greeden, haben wir jetzt auch nicht mehr so mitgekriegt. Aber ja, auch das entschieden mit dem ersten Tod, half CS. Ja. Das ist hier bitter für die Vayne. Aber wie gesagt, mehr von sowas, ne? keine normalen ADCs mehr spielen, so halt einfach Ränger. Aber Echo hat ja bald auch das Draft-Turnier, ich glaube, das ist von interner Angelegenheit, aber wird auch lustig. Slim Snoker jetzt allerdings schon gecute. Der Hook, es ist ein 3v3, gleich von oben kommt K-Pop bei Yoda. Uschnotz hier schon leer, low, aber die Q sehr zum richtigen Zeitpunkt aufgespart. Pardon me, kommt denn noch auf den Shogard drauf? Es ist knapp, aber Shogard überlebt. Double Kill für Kindred mit der nächste Dash nach vorne. Joa hat noch Flash, aber hat keine Lust, diesen zu benutzen. 3 Kills für Echo in der Mitte. Nico mit der Ultimate hittet auch auf Ahri. Die E hinterher, aber jetzt fehlt das Mana für die Q. Schöner Charme von Gagumba. Und man kommt noch hinterher. Flash. Und da der Solo-Bolo aus der Mitte. Ja, da muss ich einfach sagen, Echo einfach zu tryhard, ne? Sie gehen halt für die Vergessen nicht mit. Sie wollen das Spiel halt einfach doch spielen. Ja. Wie gesagt, was soll ich sagen? Also, die Picks erlauben halt einfach. Oh, oben Ragnarok gepoppt und ja, mal eben so getoolshottet. Das geht so weiter, wie es gerade aufgehört hat hier für Echo. Oh, in der Mitte, Hextech Flash, Fail von Maurice, pardon me, geht nach vorne. Hey, Maker reicht aber nicht, der Support. Z hat hier 0 Damage am Start und ja. Nautilus kommt hier noch easy raus. Ich weiß nicht, wie man das kommentieren kann. Das geht halt, es tut halt ein bisschen weh. Also wie gesagt, ich hätte halt Teilzeit gerne nochmal irgendwie auf dem Serious drauf gesehen. Ja, nächsten Split.
Oh, jetzt wurde aber hier K-Popper Joha auf der ganz falschen Seite gemacht. Flash, Facebreaker von Pardon mir. K-Popper möchte jetzt, hat immerhin seinen Markt bekommen, wird dafür sterben. Shutdown für Vayne. Ja. Ja. Und auf der Seite von Echo gibt es auch weiter so, aber. Ja, ein Mark ist schon mal auch ein Death Worth, glaube ich. Hashtag Worth Allchat. Ist ein Good Death, meinst du? Ja, glaube ich auch. Gucken wir mal, wie viel Marks hat jetzt schon Kindred gesammelt? 4 Marks in Minute 7! Ja, also, letztes Mal bei Whiskey hatte der gute Nano einen in Minute 19 gegen V9. Ja, aber da wird es halt auch einfach bestraft. So. Hier hast du halt nichts Ekliges bestraft. Das stimmt. Das ist ja schon bitter. Oh, Hashtag Flash, um Slimsnocker zu bewahren. Joha wieder around. Hat sich hier die Mobility gut gegönnt, um schneller runterzurennen. Aber was ich sagen, die Nico von Quick, gefällt mir sehr gut. Natürlich auch, wenn er jetzt irgendwie ein bisschen solo-bolo wurde, aber er hat halt irgendwie den Gang, diesen einen Gang hat er echt gut aufgespielt und da hat es halt ein bisschen gescheitert, dass er halt kein TP hat. Ja, ist aber eine Seed tatsächlich, die gute Rieke. Ja, schwieriges Spiel, gerade gegen den Ion gehabt, jetzt gerade schon solo-bolo worden, aber der nächste Hextech-Flash. Immerhin, der Sam wird hier regelmäßig benutzt auf der Botlane. Facebreaker gegen Ushnotz, der ist jetzt auch schon Level 6, hat also Feast zur Stelle. Hat sich auch noch keinen Minion gegönnt. Alter, der gönnt sich jetzt erstmal die Katze, glaube ich. Also Echo greift jetzt. Wird er zu Alf? Was? NG denn oben? Im Solo-Bolo, aber unten stirbt eben Rengar gegen das Feast. Da hat man sich eben Katzenfleisch gegönnt, wie du gesagt hast. Ja, da hat man sich auf jeden Fall Katzenfleisch gegönnt. Hat man sich gegönnt? Eieieiei, halt. Manchmal möchte man auch einfach nicht Dreck haben. Ja, aber trotzdem war ein bisschen sehr unglücklich. Flash hat einen Timer. Hook geht weit. Ja, aber der Hook. Alter! Bist im Tower Range, Junge! Alter, du kannst doch nicht reinhucken. Ja, aber er hat eigentlich nicht getroffen, ne? Kindred, der nächste Stack oben. Gekumba ist der Einzige, der tryhard. Unten jetzt 3 gegen 3. Pardon me hat sein W schon raus, aber Daisy, beziehungsweise was auch immer das hier für ein Skin von Daisy ist, Basketballer. Basketballer, also Dunkin' Donuts. Maskottchen. Cooles Maskottchen. So, drücken wir das erste Mal auf X, schauen die Goldwerte an und wir sehen überall Leads für Echo. Ziemlich deutlich im Jungle. Ivan. Oben, aber der Gold liegt tatsächlich jetzt durch den Shutdown für St. Jean. Also Vayne Scaling hier, maybe, irgendwann. Ist activated. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch noch so die einzige Chance, irgendwie, um Teilzeit vielleicht noch eine kleine Chance zu geben. Woran ich Schwächen sehe, gerade bei Echo, sind die Teamfights, glaube ich. Weil ich glaube, sehr viel Peel, sehr viel. Backkiting von Zed, Ivan und Nico für die Vayne. Ja, ich meine, Rengar springt so noch rein. Entweder er tötet oder er stirbt. Oder er macht beides. Und wie gesagt, ich fühle die Ahri nicht. Ja, ich muss mich kurz unterbrechen. Der Pitiki in Gefahr. Der hat noch natürlich sein Ultimate. Will das jetzt auf St. Jean turn, aber der ist gepeelt durch diese zwei anderen Member. Im 3-1 kann man ihn holen. Leider der Support Zed, der hier den Kill kriegt. Und unten Rengar, Slim Snoker, muss hier sich erstmal gegen Cho'Gath beweisen und Kindred ist around. Man könnte mit Kindred Ultimate easy diven, das hat man jetzt auch vor. Q Rupture ist aber schon raus und man nimmt zuerst die Wave hier. Ja. Aber Rengar Ultimate jetzt gepockt, um hier sich rauszubewegen. Schönes Spiel von Teilzeit, ne? Also gleich ein Move wie im letzten Game, der Botlane gedodged, irgendwie Toplane zu ganken. Pit hat sich gut angeboten, hat sein Popo hingehalten und ist wieder gestorben. Drei Mann jetzt. Pardon me geht mit dem Flash über die Wand. Nur Copper Yoda mit dem Exort. Schöner Faithbreaker into Showstopper auf den Cho'Gath. Haymaker hinterher, aber auch mit 3 Mann. Rupture Q. Daisy macht hier Work mit dem nächsten Lockup. Kindred Ultimate läuft aus. Shutdown für Rengar. K-Popper Yoda mit dem Smite of Pardon me. Aber da kommt Gagumba mit hier aber alles, was er missen kann. Wird sogar geroutet von Daisy. Pardon me will reinkommen. Der nächste Faithbreaker into Haymaker. Gute Kombo und auch Gagumba hat keinen Spirit Rush mehr. Muss rausflashen. Man wartet hier auf beiden Seiten auf Cooldown. Schade. Gegen Root von
Joha, man kriegt den Kill für Kill, aber insgesamt worth das Play für Innsport. Also, heute habe ich alles gesehen, heute brauche ich keine Wild, ne? das war auf jeden Fall sehr wild und man respektiert halt einfach das Zusammenspiel von Teilzeit halt nicht, gerade gegen die Comps, ne? Also erst Toplane halt angefangen und dann direkt irgendwie so Toplane halt runtergerannt und das halt bestraft und es waren halt einfach Shutdowns da und es ist halt einfach noch ein bisschen zu wenig Damage. Sie haben der Midlaner von Teilzeit war halt einfach nicht da. Ja, und Gott vor Gott, das hatten sie halt schon nicht dabei. Super gespielt, ne? Ja. Boomba hat alles gemisst. Slimsnocker jetzt gegen alles Maurice. Cool. Unten der Tower wird fallen und deswegen muss Slimsnocker eigentlich das respekten. Death Charge kommt auf ihn drauf. Schönes Rupture. Umgang. Auto-Attack Root allerdings von Nautilus. Slimsnocker mit dem Flash über die Wand brennt. Aber oben auch Yoda wieder für einen Stack gegreedet. Wird wahrscheinlich wieder für sein eigenes Leben aufgeben müssen. Und der Kill. Killing Spree für St. Jaden. Ah, weiß ich nicht. Langsam sehe ich die Stacks halt irgendwie nicht sehr worth irgendwie auf der Seite von Yoda, dass er da halt dafür stirbt. Und Gorga Goomba, kein Ultimate, kein Flash zur Verfügung. Kommt ja mit einem schönen Charme auf. Quack for good luck noch. Dann easy raus. Oh, das wäre Flash eh gewesen für Nico. Und das wäre dann auf jeden Fall der Kill gewesen. Pardon me. Ne, da wurde ja auch schon im Chat irgendwie gehypt. Und Ushnox, will jetzt hier noch einen Drake nehmen, aber da hat Innsport was gegen. Der Hook jetzt. Showstopper von Pardon me wieder auf Cho'Gath. Und da ist Rengar arrived. Ja, geht jetzt aber allein auf Cho'Gath. Rechts versucht Innsport noch Moritz zu töten. Slimsnocker kommt nicht. Will den Last Hit an Cho'Gath ran. Da hätte man sich lieber groupen sollen. Cho'Gath also überlebt, aber Nautilus stirbt. Ciao. Man hat kein TP auf Cho'Gath, man ist immer noch im 3 gegen 2, aber natürlich Full Life für Yoda und für Gagumba. Pity hat überhaupt keinen Bock, irgendwie mit der ganzen Schose nichts zu tun haben. 9 Stacks für Yoda. Und man übernimmt den Drake hier einfach, dieses Zweier gespannt, dieses Duo von Echo mit der Pressure. Ja. Mega, also ne, schön gespielt auf jeden Fall auf der Seite von Echo. Yoda und Gagumba machen einen guten Job. Baby ein bisschen zu tief gegangen, hat halt irgendwie, man hat irgendwie einen Kill gekriegt. Aber es war halt auch einfach nur der Nautilus und auf der Seite von Innsport war dann halt einfach ein bisschen zu low. Und der gefielte Rengar, Kitty Cat, war halt einfach nicht da. Deswegen war es halt auch ein bisschen schwer. Wenn man geht mit Drake halt einfach ab. Ja. Man hat im letzten Game halt auch schon wenig um Drake gegeben. Und jetzt, wie gesagt, Teilzeit rennt Echo halt einfach ins Gesicht und guckt halt einfach. Und jetzt schön in den Büschen gewartet auf St. Jaden, der wird hier durch CC. Flash mit der Ultimate raus. Kann man ihn noch irgendwie retten? Er brennt und Cape over Yoda hat. Aber schön in Nico Ultimate 3, Mann. Into Daisy. Knockup. Aber man hat zu wenig Damage. Jetzt nimmt's locker reicht und man kann clean upen. 2 Kills jetzt schon für Innsport. Ushnot plötzlich alleine gegen 4. Exhaust kommt drauf. Daisy, der Hero für Innsport. Der nächste Knockup auf beiden Seiten. Rupture kommt durch, aber Slimsnocker mit dem Shield. Ja, schöner Hook nochmal im Busch von Maurice. Wieder Quadra Kill für Rengar Maurice, der letzte Überlebende. Aber das wird das komplette Ace für IRT sein. Ja, geil. Die haben es gemacht. Sie sind in Echo einfach ins Gesicht gelaufen und haben die halt einfach getötet. Rengar kam halt einfach und hat einen guten Entry in die Backline gefunden. Hat die halt einfach weggebissen. Ja, und wie du schon gesagt hast, Teamfights vielleicht wirklich schwierig zu spielen mit diesem Draft auf Seiten von Echo. Jetzt ist aber Yoda noch around, man hat zwar noch einen Bursche, aber Pardon Me und Yoda sind schon super low, kriegt man immer noch den Herald, es ist dieser Abend auch hier viel zu lange und man hat immerhin den Herald, aber Double Kill für Kindred. Ja, schade. Schade, muss ich einfach sagen, es war eine gute Idee. Hat und Support Z am Herald. Es ist halt auch schwer zu kommentieren, zu sagen, ja, was man besser machen könnte, man hätte es einfach lassen sollen. Ja, wahrscheinlich. Das wird man sich jetzt auch sagen. Quack, sehr, sehr gute Ult, also mega gute Ult. Also die hat auf jeden Fall den kenn ich aus dem Aram, mit dem Schneeball. Ja, mega geil. Also die braucht nicht mal einen Schneeball, die macht das halt einfach Freestyle. Einfach Flash. Ja, Flash rein da in die Bredouille.
Und ja, aber rein da, sie muss jetzt aufpassen. Schöner Q-Dodge. Ah, Sidestep. Aber von oben, komm Maurice, komm Yoda, man möchte hier Quack diven und alles kommt hier rauf. Schöne W-Ultimate aber auch. Kriegt wieder zwei Leute unter den eigenen Tower. Shogat jetzt schon sehr, sehr low. Showstopper hinterher und man dankt Shogat in die Erde. Damn. Oh, und jetzt auch noch Shurelias aktiviert von Ivan. Man kriegt einen Shutdown auf Kindred. Schöner Facebreaker auf Maurice, den kriegt man auch noch. Double Kill für Quark. Oben geht zwar Olaf so ein bisschen durch, aber ja, Gagumba kommt jetzt auch nochmal in die Mitte rein. Was oh, das ist Reflect von Padomi. Die Sit-Ups im Gesicht von der Ari. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Pandemie halt wieder, wir haben wirklich absolut. Aber jetzt, wrong. Warte, kommt erstmal hier der Olaf dazu in die Mitte. Joa, Flash zwar, dodgt aber den Schaden nicht richtig. Schade. Den Flash hätte er sich also sparen können. In der Zwischenzeit unten der erste T1, beziehungsweise zweite T1 fällt für Innsport auf der Botlane. Ich weiß es nicht. Es ist nicht so einseitig wie im ersten Game. Ja, das stimmt. Aber, Dead even jetzt. Ja, Teilzeit bemüht sich halt auch echt noch die Clowns-Nase irgendwie auszusetzen, Clowns-Nase aufzusetzen und das noch ein bisschen zu verfaten. So. Ja, aber Echo, er hat prinzipiell gefühlt irgendwie keine Chance, irgendwie den Push irgendwie, beziehungsweise den All-In von Int zu beantworten, so, finde ich. Der Gumba so die einzige, also mit Yoda zusammen so die Damage-Quelle. Aber wenn du halt einfach überrannt wirst und Nico-Ult jetzt nochmal so passiert, wie so eben schon passiert ist, dann sehe ich echt wirklich schlechte Karten für Flash. Aber man hat ja kein schlechtes Scaling mit dem Shogat, aber da sieht man auch immer der Support-Set, wie er jetzt immer aufgeht. Hat Shogat hier komplett aus dem Leben gedankt gerade. Natürlich auch guter Root-Support im eigenen Tower. No. Also Echo jetzt mit Fehlern sind so ein bisschen... Ja, überrascht auch von dieser. Kommt vielleicht. Gagumba jetzt in der Mitte auf. Quark. Sie will aber wieder Counter mit der Ultimate. Trifft hier aber keinen. Flash raus von Gagumba. Flash raus von Ushnotz. Senjaden aber viel zu weit vorne, mein lieber Freund. Kann nochmal gerettet werden mit Ivan. Shurelias wird aktiviert. Nico Klon bambuselt Yoda. Und man kommt hier zumindest nochmal raus. Ja, da hat man ein bisschen zu viel Bruiser gespielt auf der Seite von der Range. Wollte ein bisschen zu viel rein, wo man dann gemerkt hat, irgendwie, das wird eng. Dritter Drake alive. Ushnotz hier schon sehr, sehr low. The Pity Queen oben im Zoning. Versucht man das jetzt noch zu contesten? Es wäre der Soul Point. Padomi hat noch die Ultimate. Geht jetzt mit dem Hextech Flash rüber. Hat den Shogat vor den Augen. Man sind alle Mann im Pit bei Echo. Man hat den Drake. Maurice jetzt mit dem Hook auf Joa. Schöner Death Shot. Vier Mann Knockup. Padomi jetzt mit dem Showstopper alleine gegen vier in der Frontline. Kann aber Olaf aufräumen. Double Kill. Nico, die einzige überlebende Ultimate. Post Mortem. Und das komplette Ace plus Drake für Echo. Schade. Also ich hab Palomi gesehen. Also, ne, das war jetzt sein Spotlight, das war's. Hat nicht so geklappt. Titans können uns das einfach safe runterspielen. Ne? Das ist halt einfach. Well up, glaube ich, gegessen. Wo ist der Baron? Achso, der war noch reicht. Ja, sehr huge Play von Maurice hier mit dem Hook. Der Engage, Death Charge auf drei, vier Leute dort in diesem Shockpoint im Jungle-Eingang. Richtig guter Turn. Und das war hier so ein bisschen der Key zum Sieg in diesem Teamplay. Ja, auf jeden Fall. Kriegt ja auch den Herald, den Nash sogar. Schönes Smite. Ja, Schwugert hat nicht mal Ulti abgehabt. Ne? Ja, hat er nur halt auch noch nicht. Ja, schade, das wäre ein schöner Stack gewesen. Gucken wir mal, wie viele die Stacks jetzt verteilt sind. Kindred hat 13 Stacks und Cho'Gath nur 5. Hat aber davon auch nur ein Champion. Sollte man ein bisschen mehr fressen hier, der gute Ushnotz. Ja, versucht man halt immer die Champions zu fressen, kriegst du aber glaube ich einfach nicht runter irgendwie. Da brauche ich jetzt halt noch ein kühles Getränk dazu. Und dann da rutschen die Champions auch besser. Und so ein Shinneniko schmeckt gut, aber wie gesagt, die Ults von Quack gefallen. Oh, man wartet jetzt hier zu dritt auf den Olaf Hextech Flash gefailt von Padomi. Kommt nicht über die Wall und somit, ja, braucht man jetzt sehr, sehr viel Zeit. Mitte jetzt free to go. Man möchte aber noch in Spot abfangen. Im River. Hat man Vision drauf? Weiß man, was sie da sind? Ja, jetzt schon. Padomi geht Richtung Recall. Johan Quack for Good Luck und so ein bisschen auf verborgene Posten. Der Recall-Versuch von Joha. Einer wird auf jeden Fall sterben. Es wird der kleine Baum sein. Ja,
Na, da darf man auf jeden Fall keinen grünen Baum auf der Seite vom Echo räumen. Reißt den Baum halt einfach nieder. Und, ey, wie gesagt, tut mir leid, war ein schöner Versuch. Irgendwie, der Rest des Films ist halt weggekommen. Der Banger hat sich da gerettet, also hat sich halt gestorben, aber. Du sagst, was willst du noch großartig machen? Ob ja. Von Teil halt, die hatten ihre Zeit, haben aber jetzt hat Tyrants halt auch gemerkt, also haben die Tyrants halt auch gemerkt, wie die Comp halt gegenzuspielen ist. Und die müssen halt einfach nur groupen. Ja. Und das machen sie nicht. Gehen jetzt zur Mitte durch. Aram mit dem Nashbub, der T3 fällt. Pardon, die Lurk für einen Flank. Aber hier willst du auch nicht reinfahren, glaube ich. Vielleicht der letzte Duo-Dive-Fight doch. Vielleicht möchte man duschen, nee, vielleicht möchte man den Abend noch genießen. Aber ja. Bis jetzt will man erstmal noch verteidigen. Olaf geht alleine oben durch, wird noch nicht beantwortet. Immerhin den Innip kann man bis jetzt verteidigen. Rupture wird umgangen, Engage-Versuch von Maurice. Jetzt der Turn, schöner Schaber und Nico kommt hier nicht zum Ulten. Gurgumba, der Hero von Echo, diesen Teamfight komplett macht. Showstopper jetzt, aber auch ohne Wirkung in der Backline. Olaf alleine gegen drei vorne, CC immun, geht durch, hat den Double Kill mit einer Aktivierung. No. Und ja, das sollte es gewesen sein. Heute keine Teilzeit, heute ist Tyrant-Zeit. Ja, ja, und der Glücksbringer von Echo hat wieder zugeschlagen. Ja, sich laden wir nicht mehr ein. Okay. Ja, ne? Ja, man kann 2-0. Man kann mich halt auch einkaufen, ne? Aber ich hab auch einen Preis. Ah, okay. Nee. Muss ich halt ganz ehrlich sagen, erste Game halt super, super gespielt von den Tyrants. Auch gute Antworten von Teilzeit. Aber halt mit ein bisschen Draft-Issues auf ein paar Lanes, also gerade Botlane-Mitte, also Orion-Zeug kann man da vielleicht noch verstehen, aber ich finde, wie gesagt, Slim, ich hatte so Angst, dass Slim Snoker das die komplett wegmacht, aber schade, Aprikosenmarmelade ist leider nicht so passiert. Ja, und das war halt einfach Solo-Queue und ja, Gumba war der Einzige mit Yoda, der getryhardet hat. Ne? Schande geht raus, auch an dich, Gumba. Hat auch mal ein bisschen Spaß, du. Aber wie gesagt, war dann halt einseitig. Ja. Und aber das zweite Game war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Insgesamt sehr viel Action-Plays. Teilzeit sich lange noch sogar dann im Game gehalten, aber ja, auch da hatte man dann die For Fun Comp und dann hat es auch Echo sehr, sehr gut gemacht. Ja, das Special bei Echo X Intcast ist nicht nur zwei Caster aus den beiden Orgas, sondern auch gerne zwei Interviews von euch. Also wenn ihr da nochmal ein paar Fragen beantworten wollt, gerne frag mal. Frag mal meinen Hasen. Genau, frag Hasen. Ihn mal bei dir nach. Ausrufezeichen Discord, dann im Wartezimmer auf dem Move warten. Auf Interview. Panomi antwortet mir noch nicht. Heute nicht, ja, okay. Heute nicht. Also Teilzeit möchte schon mal nicht. Ja, kann man verstehen. Ich glaube, da ist man doch so ein bisschen enttäuscht. Ja. Vielleicht hat man auch noch Playoff-Hoffnungen tatsächlich. Nach diesem ersten Game. Ich weiß nicht, 2-0, dann hätte man einen Tiebreaker geben müssen oder sowas, wäre das gewesen. Boah, wahrscheinlich dann, wenn überhaupt. Ja. Und unsere Lena würde gerne. Wer ist Lena? Ja, whatever. Was? Unsere Lena. Du weißt nicht, wer das ist, oder was? Nee, absolut nicht. Ich hab gut informiert, ja. Diesen Split absolut keinen Plan, wer alles bei ich gucke einfach mal, wer da im Wartezimmer. Ja, genau. Wartezimmer. Ja, wie gesagt, mich würde es halt auch freuen, jemand von Teilzeit wieder dabei zu haben. Kann man auch verstehen, aber, wie gesagt. Ja, ey, straight up. So, wie gesagt, wir müssen halt auch jetzt kein Interview mit dem Echo führen, so, weil. Ja, mal schauen, wenn die Bock haben oder wenn nicht. Wenn Lena kommt, dann weiß ich auf jeden Fall, wer Lena ist. Das ist halt auch schon mal was Positives. Lernt ja Dennis am Ende des Splits auch nochmal die Teams kennen. Ey, ich kenne sonst jeden bei Echo, der was spielt. So. Aber diesen Split bin ich halt einfach so turbolos. Ist auch schon halt schwer. Also Echo hat sich ja diesen Split vor allen Dingen sehr, sehr krass vergrößert. Gerade jetzt auch bei Echo der Split zwischen Academy und Community. Wir sind weniger geworden. Weniger? Es waren nur super viele Teams neu, oder? Wir sind weniger geworden. Gegen euer Team... Ja, okay, so plus eins. Tyrants sind, glaube ich, auch relativ neu, oder? Nee. Tyrants gibt es schon seit letztem Jahr Summer Split. Okay. Wer neu ist, sind die Griffins. Die Monarch sind gegangen. Na, Schratter-Team auch.
glaube ich, ausgelöst. Nee, ne? wir haben den Spot von Schratter. Also wie gesagt, das ist halt auch plus minus null. So. Okay. Da, Rorik ist dann Lena, aber wir wissen immer noch nicht, wie sie in-game hieß wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hallo, bist du Lena? Hallo. Ja, hi. Okay, hi. Wen hast du denn gespielt? Wer bist du denn? Dennis, ja. Kann ich nicht mehr. Nee, ich bin der ADC. Also, okay. Stogard und Tixen. Also, was hat ADC, ja, ne? Heute. Ja, heute keine Lust auf ADCs gehabt, oder? Woran Nee, tatsächlich, also unser Pick ist einfach gegen Aurelien einfach ganz gerne Jun. Okay. Und, ich pick allgemein ganz gerne Zix und sonst sowas auf Botnen. Und es hat einfach sehr gut angeboten. Der Jarvan hat gut gepasst gehabt hier und dann für die Bombe kommen wir halt mit dem Zix mit dazu. Ja, Botlane lief dann früh sehr gut von euch nach dem TP, beziehungsweise dem Push-In, direkt dieses All-In auf Seiten von Tileset. Das habt ihr dann gut ausgespielt. Hat euch das selber gewundert, wie aggressiv die Astral Alistar Combo auf euch da drauf gerannt ist? Und habt ihr da schon GG gecallt oder wie war das für euch auf der Botlane? Wir haben uns wirklich auch selber gewundert gehabt, dass wieso Alistar halt mit Level 2, Level 3 so in uns reingegangen ist. Vor allem, weil wir halt schon rausgepokt hatten, eigentlich die beiden. Überheblich wollen wir jetzt nicht sein. Wir freuen uns zwar ganz gerne dann im ersten Moment und dann sagen wir, okay, haha, funny. Aber im Nachhinein sind wir dann doch ganz, ganz, ganz ruhig und sagen dann, okay, Leute, Fokus. Das Game ist nicht over. Es ist gerade das erste Mal, es passiert und Gegner halt immer noch scannen. Ja, dann hast du trotzdem Last Chapter schon in Minute 7. Also gut für dich. Jon in der Mitte auch sehr gute Plays gefunden mit Amumus Hilfe, mit Kataklysmus, Ulti-Kombo. Dann denkt ihr, das war so ein bisschen Draftive auch schon? Oder denkt ihr, ihr habt dann einfach gut gesnowballt aus den Fehlern von Teilzeit oder aus euren guten Plays? Also, Draftive schon. Aber ich würde halt auch sagen, dass wir, das haben wir auch in unseren letzten Scrims, haben wir wirklich gutes Makro gespielt gehabt. Wir haben sehr gute Map-Movements gemacht. Und das haben wir auch in dem Game eigentlich ganz gut gezeigt. Wir hatten dann die eine Top-Lane-Aktion, wo dann unser Top-Lane hat dann gecallt gehabt, ja, lass fighten, ich TP. Und dann TP ich halt mit dazu. Okay. Und dann leider haben dann die beiden dann der Fiora hinterher gechased, wo ich dann allein gegen drei Leute war. Aber passiert. Da war man aber so weit ahead gewesen, dass es nicht mal gemeldet hat. Gott sei Dank. Dennis? Mach du erstmal. Ja, zweites Game, dann haben wir uns gefragt, wie ernst nimmt das noch, weil eigentlich mit dem einen Punkt wart ihr ja dann schon in den Playoffs durch. Du hast wahrscheinlich LCKR geguckt mit der Shogard Botlane. ohne Senna trotzdem ein bisschen verwunderlich. War das trotzdem Full Tryhard kommen von euch? Würdet ihr das doch auch so in den Playoffs spielen oder war es jetzt schon auch geschuldet, dass auf der anderen Seite schon vor Fun Picks durchkam? Also es war auf jeden Fall so ein bisschen, also wir haben es dann ein bisschen leichter genommen. Also wir haben immer noch gesagt gehabt, wir wollen immer noch gewinnen, ne, ist immer noch unser Ziel. Aber wir haben gemeint gehabt, okay, wir können jetzt einfach mal etwas ausprobieren, was wir vielleicht vorher noch nicht so gespielt haben. Und ich habe gesagt gehabt, ja okay, Joker Botlane, LCK spielt's, spielen es ganz gerne, Leute. Und ich habe mir auch Meinungen angehört gehabt von Pro-Spielern, die meinten, du musst es nicht mit Sender pairen. Also es gibt viele Pros, die halt meinen so, du spielst es lieber mit dem Engage-Supporter. Und ich finde auch, finde es auch viel angenehmer zu spielen, wenn du schon jemanden hast, der dir Setup geben kann, dass du einfach nur mit einem Q-No followen musst. Macht halt sehr, sehr viel mehr Sinn. Ja, dann musstest du gegen Rengar Z-Botlane rennen. Hat auch dann sehr gut geklappt, sogar für den Rengar Double Kill. Trotzdem, du warst Level 3, auf der anderen Seite Level 1. Ein Stichwort vielleicht ganz kurz zu dem Game. Ich glaube, dann haben wir das auch schnell abgehakt. Wir haben die Fiesta Embrace, kann man sagen. Okay. Also wir haben jeden Fight genommen. Wir haben gedacht gehabt, als Pärchen. Wenn die das wollen, dann machen wir auch mit. Aber ja, wir haben letzten Endes in den Playoffs. Was ist jetzt euer Anspruch? Ist D4 das ernannte Ziel? Ich hatte gehört von Dennis, ihr besteht ja schon seit einem Jahr auch bei Echo, also schon ein bisschen länger. Aber nicht das Line-Up. Ich wollte gerade sagen, also das Line-Up selber, so wie es jetzt gerade steht, was wir wirklich zu 100% zufrieden sind, auch nicht der erste Split, also das vielleicht, wir spielen gerade drei Spieltage miteinander. Krass, wir hatten davor einen Jungler gehabt, den haben wir gebencht gehabt, Toplaner haben wir ganz lange gesucht gehabt, selbst im Split hinein haben wir, den ersten Spieltag war ich auch noch gar nicht Teil des Teams gewesen, ich bin auch erst dazu. Das Team ist allgemein noch sehr, sehr frisch zusammen. Dafür war es aber heute schon gerade das erste Game. Ja, mega. Sehr, sehr gut aus.
Ja, also auch in unseren Scrims. Also wir spielen halt tatsächlich wirklich gutes Makro. Ja, euch würde ich mal gegen Phoenix zum Beispiel sehen oder so. Spicy. Aber ja, zu Playoffs senkt ihr. Das wird ja auch der erste Runde 4 oder habt ihr schon Respekt vor? Also man muss auf jeden Fall Respekt haben. Also ich kenne ja ein paar Teams, die auch jetzt relativ sicher in den... Aber ja, Avarosa. Aber auch jetzt auch Teams, die von Div 4 halt in die Relegation halt gehen müssen. Mhm. Ich kenne halt ein paar Teams noch aus Uniliga-Zeiten. Ah, cool. Und da sind auf jeden Fall schon ein paar gute Teams mit dabei. Und da kann man auf jeden Fall sagen, okay, das muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Also so, ich glaube nicht, dass ich dann nochmal Cho'Gath eventuell spielen werde. Also wir practicen jetzt noch ein bisschen öfter in den Scrims, aber wird auf jeden Fall schwieriger als das, was wir jetzt hier in unserer Gruppe hatten. Weil ich glaube allgemein, unsere Gruppe war allgemein so ein bisschen einfacher gewesen. Mhm. Okay. Verschätzt man sich immer so ein bisschen. Man geht irgendwie in die Gruppe irgendwie als Erster raus und kriegt dann irgendwie die krass, also wirklich, also ich sehe es ja schon seit einigen Splits, ne? Also Echo Producer, falls man sich kennt, hi, ich bin Dennis. wir haben jetzt auch das erste Mal miteinander geredet, wie gesagt, sonst weiß ich halt immer so, wer bei Echo spielt. Aber das habe ich absolut keinen Plan. Es ist halt schon hart, ne? Man kann als Erster rausgehen, man kann aber auch als Erster irgendwie rausfliegen, ne? Und ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Es wurde halt schon so viele gesagt und viele so gute Sachen, ne? ich wünsche euch halt auch auf jeden Fall einfach viel Glück so, ne? Und danke. Gerade frisch, vielleicht noch ein bisschen mehr Elan, vielleicht kann man noch ein bisschen weniger rauslesen, vielleicht kommen da so ein, zwei sneakige Sachen. Ich kann da nichts mehr für so sagen. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Wünschen wir euch auch guten Luck in den Playoffs. Vielleicht sieht man sich auch nochmal gegen Impunity, gegen InSport-Team. Sind ja auch noch ein bisschen vertreten. Nice. Danke. Und grüß deine Jungs, schönen Abend noch. Jo, euch auch. Ciao. So, ja, Dennis, vielen, vielen Dank fürs Einspringen auch auf unseren. Also, wie gesagt, du hast ja Echo. Wenn du dabei bist, dann muss man echt Angst haben als InSport, ne? Ja, es ist halt, also wie gesagt, ich bin ja, also ne, ich bin ja pro Echo. Ne? Ja, zweimal hat es jetzt auch Teilzeit getroffen, das war mir auch ein bisschen traurig. Kein wirklich, Wunder. Also wirklich schon das zweite Mal, ne? Ja, gegen den Reigns letzten Split, jetzt gegen die Tyrants. Ja, hoffentlich dodge mal im nächsten Split die Echo Bullet hier. Das wird Vollzeit langsam irgendwie, was ich hier mache gegen Teilzeit. Wir sind auf jeden Fall hyped für die Playoffs Div 4-5, da sehen wir uns auf jeden Fall. Ja, einen Spieltag haben wir noch, Sonntag, der letzte Spieltag für Echo und für InSport-Teams. Da wünschen wir uns natürlich alles Gute. Das Draft-Turnier, da machen wir noch mal ein bisschen Werbung bei Echo. Kann lustig werden, wenn das gestreamt wird. Da gerne auch mal vorbeischauen. Ansonsten Man kann sich noch anmelden. Wir uns Samstag oder Sonntag hier noch mal wieder auf den Channel. Da geht's auch für die Div 4 in die entscheidende Phase. Für uns geht's ja auch um die Div 3 für einige Teams, von daher... vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gucke nochmal, wen wir dann raiden und dann verabschieden wir uns für euch. Koblenz ist noch online, ne? Ja, Koblenz, wenn die noch dran sind, dann gehen wir natürlich noch dahin. Wenn jetzt schon im Interview sind, dann lohnt sich das natürlich. Nein, die sind noch in-game. Perfekt, dann raiden wir natürlich dann nach Echo rüber. Ja. Aber vielen Dank, noch ein bisschen Ausrufzeichen Fred in den Chat. Und lasst auch gerne mal hier noch ein Follow da, wenn ihr mögt. Würden wir uns natürlich drüber freuen. Ja, auf jeden Fall. Raid, E-Sports. Alle Followers rauslassen, noch ein bisschen Geld hier lassen. Alles muss ein bisschen unterstützt werden. So. Ja, alles gut. Und gerne dann auch bei Echo das Gleiche, ne? Ja. Also, ich glaube auch die vierte Ausgabe war ein voller Erfolg, auch wenn InSport wieder das Nachsehen hatte. Aber wir hatten viel Spaß, glaube ich. Sehr coole Plays, auch das For-Fun-Game, das zweite. Und ja, Tyrants sehen gut aus. Mal schauen. Ob es für die für 4 reicht. Ich bin da meistens immer sehr, sehr kritisch. Okay. Haut rein, bis dann. Tschüss.